8 Leute mit 100 Leben und ein Spiel, nämlich Hotline Miami. Und das wollen wir heute zerstören bei Beans vs. Viel Spaß! Hallihallo ihr Lieben, hey. Herzlich willkommen zu einem schönen Abend hier, da kann man mal applaudieren. Der Mann ist motiviert in der Mitte, das gefällt mir. Absolut. Nils Bohmhoff ist schon bereit. Absolut. Wir sind eine illustre Runde von 8 Personen, die sich heute gesagt haben, hey, wir haben Bock, Hotline Miami mal richtig zu zerstören. Ist das richtig? Ja. Das ist richtig. Das kann man bis so sagen. Auf Gregor ist jeder bereit, auch ein bisschen Bein zu zeigen. Alle bis hier. Auf Gregor. Oh, oh, oh. Ich hoffe mal, dass es ein bisschen wärmer wird noch mit dieses Mütze Jahr. Und langer. Soll ich noch einen Schal oder eine, brauchen noch einen, ich sag dir, es ist Heizstrahler? Es kommt davon, wenn man alles unter 25 Grad friert. Mann, ey, wo kommt. Egal. Pass auf, wir haben uns Folgendes überlegt. Wir spielen heute Hotline Miami. Jeder von uns hat 100 Leben zur Verfügung. Das heißt, 100 Versuche, das bedeutet 800 Versuche insgesamt, um dieses Spiel durchzuspielen. Das ist ja super. Das reicht. Tatsächlich, in meiner Vorbereitung habe ich 1400 Leben gebraucht. Ein bisschen mehr. Darf Ede auch meine Leben haben? Ede will Ede auch dein Leben haben. Eddie hat seine Leben. Ja. Jetzt musst du sie erstmal in Bitcoin umrechnen, oder? Ja, immer. Man muss dazu sagen, jeder kann wechseln nach beispielsweise 10 Leben. Das heißt, Nils, wenn du anfangen willst, kannst du es tun. Du hast 10 Versuche Zeit oder 10 Leben kannst du dir abziehen lassen und dann wird gewechselt. Nicht, dass du 100 Leben auf einmal verballerst. Das ist wichtig. Wir haben eine Übungsstation. Hier kann man aber auch 100 Leben auf einmal verbrauchen. Du kannst, dann spielst du unfair. Spielst du unfair. Wir hier haben eine Teststation. Hier könnt ihr gleich alle hingehen. Mache ich auch. Wir wollen das Spiel halt schaffen. Ich habe einen Corona-Test reingeschickt. Ist negativ gewesen. In Teststation. Ist ein solider Joke, aber ihr habt schon wieder vergessen. Ist schon wieder 2 vorbei. Ist vorbei. Der letzte Corona-Gag dieses Jahres. Ist so. Es ist schon wieder Herbst. Wundervoll. Ja, und ich würde sagen, lass uns einfach starten. Ihr kennt die Besetzung. Simon ist da. Sam ist da. Dann haben wir Berti, den Meister. 100, wie viel hast du gebraucht, Berti? 150 Versuche, glaube ich. 148 habe ich jetzt für das gebraucht, was wir jetzt. Du hast sogar mitgezählt. Das kann man. Frage kann man tracken. Kannst du zählen oder tust du nur so? Ne? Razor Ramon ist auch da. Also, mal gucken. Ich will jetzt nichts groß sagen, weil dann ist jetzt natürlich vor der Kamera. Du spielst als Letztes. Du spielst als Letztes, auf jeden Fall. Wir Anfänger dürfen die leichten Level. Ede nach Nils wahrscheinlich gleich. gregor ist am Start. Doch kein Links. Martin kann es auch anscheinend. Eduard Laser Cosplay. Und Eddie. Martin heute. Wir sehen uns. Ja, aber wer ist denn der Beste von euch? Safe Martin. Weil, ey, ich hab mir nur mein Essen warm gemacht und Martin heute so, ja, ich hab's heute Morgen nochmal durchgespielt. Na klar! Normale Morgen. Naja. Ich weiß nicht, ob das für den Spannungsbogen so gut ist, wenn wir uns das gegenseitig jetzt sehen, wie schnell wir dieses Spiel durchspielen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wir sollten. Nur Berti hat es heute verkündet, er sei gut und dementsprechend gut, dass wir das wissen. Das ist der einzige Knackpunkt. Ja, genau. Für den Spannungsbogen habe ich was, Nils. Sollten wir es schaffen, in diesen 800 Versuchen durchzukommen, hat uns Michael Reinke jeweils eine Mahlzeit versprochen. Was? Ja. Hey? Du kriegst dann was zu essen. Hummer. Zum Beispiel ein Hummer. Hummer. Aber wann? Können wir danach bestellen? Ja, heute noch. Ja, heute noch. Heute. Ich hatte erst gesagt, wie wär's denn mit einem freien Arbeitstag? Du meinst, das krieg ich nicht durch. Aber Essen sei okay. Nee, das geht auch nicht. Nee. Was kostet Komm, Essen ist doch nicht schlecht. Aber Moment, rechne das mal. Müssen wir selber das Essen zahlen? Du zahlst es dann selber, holst das Geld aber zurück von Reinke. Das zahlt er dann. Lass es anfangen, oder? Yes. Alles ist geklärt. Gut. Nils, was ist denn deine Hotline Miami-Erfahrung? Das würde mich interessieren. Hast du schon mal gespielt? Aber außer jetzt eben im Training? Du meinst die 2 Minuten gerade? Ja. Ich weiß noch, als es rauskam damals, da war das so ein Wow. Hier, guck mal, neuer Indie-Titel. Voll fancy, geile Musik, voll innovativ. Und dann haben wir das mal, ich glaube, wir haben mal eine Runde sogar gespielt zusammen. Wir beide? Nein, naja, alle wir. Also der Leinwand noch, oder? Damals du und ich. Fang doch ruhig schon mal an. Ja, ja. Stimmt. Jetzt kommt aber Story. Achso, nimm mal Spiel starten, bitte. Story überspringen wir doch. Genau, wir drücken die Story weg. Spiel starten. Obwohl die Story aber ganz cool sein. Die drücken wir weg. Aber auch ganz lang. Das ist ein Speedrun hier. Aber jetzt weiß ich überhaupt nicht, wofür ich kämpfe. Das brauchen wir nur für Ehre, Ruhm und Masken. Ich kämpfe für Ehre, Ruhm! Und Masken. Und Masken sind sehr wichtig. Ja, wichtig, ich muss ihn zertreten, ne? Oh, au! Du solltest jetzt versuchen. Ist es ein Tutorial hier? Ja. Ja. Alles gut. Jetzt mit A zerstören, genau. Zerstörung. Ja, wer hier auch nochmal reinzocken will, weiß nicht. Ja, komm, ja, komm, ey. Nee, komm, was jetzt? Ach, der Manika Parallel ist schon mal bei uns. Ja, der kann jetzt hier üben. Der kann einfach. Der wird es durchspielen. Schneller als wir es. Ist okay. Ey, Martin, kannst du den Superchat da reinballern? Bin dabei. Ah, machst du gerade, ne? Jo. Gut. Kannst du vielleicht einen Gyros holen? Gyros Martin holen? Und Sommerreifen.
Die Sommer von oben bis oben, sag ich immer. Phone Calls. Ostern bis Oktober. Ach so. Das ist der. Wenn ihr wenigstens zu tun, als wenn ihr noch interessiert an dem Spiel. Jetzt die Story weg. Jetzt geht's los. Ja, noch konntest du nicht sterben. Warte, Martin, bitte, zock. Was, wen haben wir denn da? Den tue ich's halt. Das ist ein Pferdemann. Ein Zentaur. Ist das eigentlich aus Deutschland, das Spiel? Sind von Deutschen entwickelt? Aus Miami. Ja. Ja? Nee, Devolver ist es. Devolver sind nur der Publisher. Publisher, ja. Aber es ist doch kein deutscher Entwickler. Ich glaube nicht, dass es Deutsche direkt waren. Nein. Dafür ist zu auf den Kopf. Bei unserem Jugendzimmer damals, du wirst dich erinnern, da waren doch die Entwickler dort. Ja, das war noch. War das da, wo ich meine Jacke gesucht habe und die beschuldigt habe, dass sie geklaut hätten? Moment, die Hotline Miami-Entwickler waren da? Die waren da. Oder waren das. Doch, die waren da. Rocket und Tubbs. Was ist das? Ja, weil das waren ein paar Entwickler da, aber ich wusste nicht, dass da welche auch von Hotline Miami dabei waren. Und da haben wir im Vorfeld gedacht, es wird eine mega geile Sendung und dann war es, da war doch wieder cringe. Aber der, laut Chat aus Schweden. Ja. Ah, also auch fast deutsch. Ist ja näher dran an Miami, ne? Stimmt. Die Miami Cops kennen wir auch noch. Bud Spencer, ne? Sie haben auch Deutsch gesprochen. Ist auch kein Problem. In Berlin bin ich herumgelaufen und habe plötzlich ein Bud Spencer Museum gesehen. So, jetzt wird's ernst. Ich werde da reingehen irgendwann. Du kriegst deine Schelle direkt, wenn du reingehst. Ja, so wäre mein Bud Spencer möglich. Du kriegst einmal die Schelle und Bohnen. Da pinkelt einer. Hau den um beim Pinkeln. Das glaube ich nur einer drin tatsächlich. Hau den um. Yes! Sehr gut. Stufe geschafft. Ja! Yeah. Da kannst du ein Messer nehmen. Guck mal, da liegt ein Messer. Ich weiß nicht, haben wir die Grafik schon mit dem Lebenscounter von Messer ist besser. Ja, ist es besser als Basie? Weiß ich nicht, aber ich musste ja den Reim machen. Das Messer ist tatsächlich besser. Siehst du? Schneller. Guck mal, echt? Kannst du direkt töten. Ja. Ja, aber ich bin ja auch mega aggressiver. Ja, aber also richtig Blutverluste musst du mal garantiert. Der Track ist geil einfach, muss ich ehrlich sagen. Die Mucke ist Hammer. Hey. Gibt's denn auch? Also nein! Ich kenne das Spiel auch nicht. Was war das denn? Lebensweg. Kann in den Stages irgendwelche... Oder geht's einfach aber jetzt ist auch egal, wenn ich nicht mehr First Try durchspielen kann. Da gibt's Sachen, die versteckt sind. Nimm das Bleirohr. Eher für die Story. Ja, okay. Ansonsten... Ist es besser? Töten ist immer... Weiß ich nicht, aber ich meine, es ist auch mega, dass man Holz bricht. Jetzt kann ich mich... Also du spielst ja auch andere Waffen, aber... Da sind zwei. Das ist jetzt nicht mega. Ich kenne jetzt Martins Geheimnis. Er stirbt einfach auch nur schneller. Also bist du so fix durch. Enter the Gungeon waren da, safe. Aber es war auch, ich weiß ganz genau, dass von diesem Spiel auch Menschen da waren. Hundertprozentig. Martin, du darfst nicht weiterspielen als den Nils. Okay. Das habe ich jetzt gerade erfunden, aber... Was? Ach nee. Aber du hast ja auch kann die Regie nicht einfach das Zeit. Bild von Martin abgreifen, aber den Pip vom Nils? Ja, wobei Martin schon ziemlich aufgefallen. Da ist der Counter. Ich kann es gar nicht sehen. Sorry. Okay, also Martin muss als Letzter. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Ich hau einfach noch sehen, wie viele. Kannst du es höher machen? Sonst? Könntest du es erzählen? Jetzt, ja. Oh, die Regie will, dass man die Mucke lauter macht. Die Regie. Ich hab alle platt. Also, 98 Leben hast du noch. Also, wie in Ruhe. Ich hab nur ein bisschen Druck gemacht. Zu diesem Spiel. Wie komme ich denn hier? Da war doch wie viele Level gibt es da? Nee. Wir spielen 15 bis zu den Credits. Es gibt danach noch Sie bitte. Quasi ein Abspann-Level. So. Und das ist ein Level jetzt, oder? Was ist das? Also ein Raum ist oder ein. Nee, nicht unbedingt. Nee. Also es geht da nochmal eine Treppe hoch. Ah, okay. Also das kann man so nicht sagen. Das ist ein Kapitel. Mal können es ein Raum sein, mal können es 4 oder 5 sein. Weil wie also, welchem Level sind wir jetzt gerade? Eins. Ja. Jetzt vielleicht in 2. Ja, wie geil bin ich denn eigentlich? Wobei, nee, ich glaube, wir sind in 0. Wir sind in. Ach, Messer, das Messer. Jetzt nur 1, okay. Das Messer. Sehr gut. Nice. Finishen. Finish ihn. Sehr gut. Ja, genau. Sehr gut. Es muss sein. Geht zum Auto. Wieso? Ich will eine Waffe. Das ist ein Zug. Ach, ich darf die Waffe nicht nehmen, weil ich den Koffer habe. Ja. Einfach doch schon geschafft. Einfach runter. Auto. Fertig. Aus hier. Fertig. Der fährt einfach yes. von Gebäude zu Gebäude, haut alles um und fährt zum nächsten Gebäude. So ist das Leben in Miami. So Inkasso-Unternehmen. Inkasso Miami ist. Inkasso Miami. Und lustige Hüte. Wieder rein. Da ist eine Flamme. Level 4. Sie haben die Waschmaschine nicht bezahlt. Achso, da geht's direkt weiter. Okay. Wird spielen. Klingt nach einem echten Leben. Geschafft. Ich habe das Gefühl, ich habe Progress geleistet für die Gruppe. Stell dir vor, Peter Zwegert würde dir da die Beine brechen. Nein, das ist mein Freund, oder? Ich glaube nicht. Nee. Hand. Nein, da gibt es nicht viele Freunde im Spiel. Das ist aber eine sehr gute Idee, Gregor. So, Peter Zwegert im Miami-Style. Ja. Was? Schulden warum muss ich denn kotzen? Nur weil ich so einen Leute umgeschossen. So einen reichen Peter Zwegert, ne? So einer, der so zu Millionären geht und Sachen pfändet oder sowas. Das ist schon ganz geil. Das finde ich geil. Das würde ich mir angucken. Aber ich möchte, dass er sie so fändet. Basie.
Crazy. Bleirohrpfändung. Gepfändet durch Schmerz. Was ist das denn? Guck mal an mein Gesicht da. Hier, da. Das ist ja geil. Entdeckt. Er ist ein Bug. Super. Schlecht, du hast nur zwei Leben verloren. Hast du wirklich? Das ist echt nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Ich finde dieses längliche Pip mindestens genauso beeindruckend. Und wann ist der jetzt wechselt, wenn ich dreimal tot bin oder was? Oder wann? Nee, wenn du zehnmal gestorben bist. Das passiert ja nicht. Ey, enjoy. Verstehe ich das richtig, Martin? Du bist schon in Kapitel 10 und jetzt? Ich hab bloß gehört, weil es unangenehm ist. Ich hab bloß das 10er geübt. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich mache hier. Du bist in der Schule, hast du immer schon zwei Kapitel weitergelesen, ne? Damit du immer so die Überraschung. Hast du das jetzt? Ich hab das schon gelesen. Aber will keiner von euch mal üben noch? Ja. So? Frag nur für einen Freund. In der Controller. Doch, ich würde noch mal üben, ja. Also einfach nur. Das ist ein bisschen. Ach, der 1989. Miami, Florida. Ist auch der Game-Modus am Fernseher da hinten an? Und ja. Bei uns? Ist bei beiden, ne? Ist bei beiden, ja. Ich hab eine Frage. Warum legt der jedes Mal, wenn er auf eine Mission geht, seine Waffe wieder ab? Der Controller an der Teststation ist ein bisschen laggy. Das zieht ein bisschen nach alles. Ja, das kannst du jetzt zum Auto gehen. Das war's? Ja. Ja. Du hast einfach mit deinem Anrufbeantworter die Mission abgeholt. Entschuldigung. Wo ist das Auto? Und die Mission ist eigentlich immer, mach mal. Ach, hier wohne ich dann vermutlich. Also konsequent Krogi alle 10 Leben dann einmal durch, ja? Ja, würde ich sagen. Ich bin aber auch davon, also wirklich, Respekt, Nils, das ist nicht schlecht, was du gerade machst. Ja, jetzt fängt Kapitel 1 an. Ja. Dennoch, man kann davor schon. Also ich bin so, das erste Mal da ziemlich offen. Ja, meine ich ganz. Ich hab jetzt irgendeinen Schlangenkopf aufgesetzt. Haben wir denn das so Masken haben? Ja, mal so manchmal. Ab Kapitel 10? Aber der Controller sagt dann, gebe ich auch. Ja, du kannst doch noch mal ins Hauptmenü und ein anderes Level probieren. Haben wir eine Regelung für die Masken? Ja, aber wenn die alle durch sind, lande ich auch. Nicht alle, aber viele. Schön. Aber was kann man denn mit Nahkampf gegen eine Waffe machen? Schnell sein. Mit L1 kannst du deine Waffe werfen. Das knockt die erstmal aus, dann musst du ihn noch finishen, wenn die auf dem Boden liegen. Oh, nein! Der kam zu schnell. Hören die, wenn was im Nebenzimmer abgeht und kommen, dann gucken wir da wieder. Machst du uns das Tutorial nochmal, Simon? Aber Moment, Nils hat doch eben nicht geschossen, hat doch gerade geschlagen. Ja, eben. Und der ist trotzdem unten durch die Tür gekommen. Das Verspratzen des Simon Level 10 ist, glaube ich, nicht so geil zum einen Anfang. Ja, ich. Sag mal die Menütaste. Ja, aber das Tutorial hilft mir jetzt nicht, weil ich ja später trotzdem in diesen schweren Level landen werde. Das stimmt. Aber. Ja, ey. Ja, mehr geht ja nicht, oder? Schlagen. Mehr geht nicht. Werfen. Rennen. Das wäre ein guter Claim für Rocket Beans gewesen. Schuss, glaube ich. Mehr geht nicht. Mehr geht. Das ist einfach nicht möglich. Rocket Beans, was ist so hart? Mach's nicht immer noch mal. Mehr geht nicht. Kommt jetzt der andere. Warte, wie kann ich gucken so? Wenn du da ganz links am Rand läufst, dann schießen die dich nicht ab. Okay. Das sind schon hier die Speedrun-Tag. Also, die machen die Level gar nicht. Die glitschen. Was? Der andere steht du hast keine Muni mehr, oder? Doch, 5 von 6. Ein Schuss. Wir sehen sonst an mit R2. Lauf rein, drück einfach ab. Das ist aber keiner. Doch, unten nee, sitzt er. Er sitzt auf dem Sofa. Ja, aber der ist. Der will jetzt nice. Jetzt hast du keine Muni. Doch, noch 4 Schuss hast du. Da rühre ich kaputt über diese Inkompetenz der Leute. Den kannst du auch einfach abballern. Nein, weil ich immer RT drücke. Weil RT ist doch der standardmäßige Schussknopf. Das ist korrekt, ja. Mein Muskel. 5 Leben hat er schon verbraucht. Oh nein. War das trotzdem sehr gut. Warte, weil bis der Level mit Millennia kommt, ey. Nein. Ja. Mit wem auch immer. Oder mit den 2 Pandas. So weit weg bist du nicht. Der ist, glaube ich, noch nicht tot. Ja. Oh! Der ist noch nicht tot. Das ist Hammer. Hast du mir der Tür gehauen? Ernsthaft? Das knockt ihn nur aus. Ja. Jetzt sucht er nach mir. Der andere auch! Alle suchen nach mir! Oh Gott. Shit. Jetzt habe ich aber. Hammer Time. Ja, weil mal gucken, wer sich hier rauswagt. Oh nein. Aber jetzt einfach der Lebkopf. Ja. Und da sitzt jemand auf der Bank. Also, genau. Oh! Nein! Warum denn nicht angewählt? Ach, hör doch auf. Willi, komm jetzt. Wenn man den Gegner außerhalb des Blickfelds trifft, dann sieht man, dass der Bildschirm ein bisschen blinkt. Dann erkennt man, dass man zumindest einen Hit gemacht hat. Ja, guter Hinweis. Ah, deswegen, ja, okay. Was hat gespattert? Hab ich diese Waffe? Nein, nee. Nein. Weggeworfen. Hinterm Sofa oben. Auf der rechten Seite. Kommst du da hin? Dann ist sie weg. What? Da kommst du nicht mehr ran, leider. Shit. Okay, warte mal. Der ist der alleine da drin, der Typ?
Ja, unten waren, ja, der. Unten ist nur einer. Ja, aber der da, der andere da ist. Ah, nee, da ist ein zweiter. Ah, ja, schwierig wird's da unten. Ja, ist kein Problem, ist auch hinaus. Ich glaube, der ist sinniger auf der linken Seite. Ja, dann hast du eine Waffe. Der hat eine Schusswaffe. Mir egal, brauche ich nicht. Okay. Okay. Okay, doch. Zwei Schuss nur, Achtung. Also, das ist jetzt Beans versus oder? Das versus Beans. Das ist, wo ist der Grill? Wo sind die Leckereien? Also, oder so. Wo sind die Oculus? Wir haben das Pep. Oben links ist noch eine Knarre. Wo ist die Future? Also, die Wasser, Stiftung. Also, Gregor, mit sechs Moni, die ist doch. Das Essen hat uns träge gemacht. Wo ist der geile Shit? Ja, wir sind Kampfmaschinen. Ich muss dich aufschicken. Wir sind Kampfmaschinen. Wir wollen uns nicht ablenken durch so niedere Gelüste. Yeah. Ja, Hammer. Nice. Richtig zum Auto. Jetzt musst du noch zurück. Es kommen hier noch andere Leute? Rückwärts zum Auto. Nee. Wo ist das alles? Schön. Seitwärts eingestiegen. Wie kann man sich nochmal umgucken? Ist unmöglich. L2 gedrückt halten, rechter Stick. Ja. Und beim Umgucken kannst du auch anvisieren, ne? Mit dem rechten Trigger. Ich kann anvisieren. Wenn du Stufe C plus. R2 drückst, ne, dann siehst du, dass da der rote Kreuz über dem Gegner ist. Irgendwas Story, hallo. Story, irgendwas zurück zum Auto gegessen. Tschüss. Abfahrt. Jo, Abfahrt, Ballern. Ey, man kann sogar noch schneller skippen, man kann einfach direkt wieder ins Auto. Echt? Hab ich heute auch erst. 16 Drittel aus Ruhe. Und jetzt im anderen Voranfall, du weißt, das macht Speedrunner auch im Level. In Florida. Hast du einen Speedrunner zu eigentlich? Naja, auf die. Die nehmen sich immer irgendwen als Geisel, dann glitschen die sich ins Auto zurück und fahren wieder. Die machen den Level gar. Gehen wir ohne Waffe. Wie ist das denn? Ich muss mich daher mal angucken, das ist echt absurd. Ape Out? Die glitschen das Spiel komplett kaputt. Okay. Irgendwas mit Ape, aber es war ja auch als Geisel Miami-Style, ne? Ja. Wenn die ausgenockt sind, nur eine Schusswaffe. Ja, was? Was habe ich jetzt ein Hahnkostüm ausgesehen? A drücken, nimmst du jetzt Geisel. Ach, das ist aber, also, hab ich nie benutzt. Nicht sehr komfortabel. Nee. Das hab ich nie benutzt. Also, ich bleib immer dann. Lazy und es gibt einen Erfolg. Wenn es einmal mal. Oh, durch die Scheibe gekloppt. Nice. Hast du gerade nice gesagt? Nein, nein. Ja, wirklich. Ich glaube, das ist ein Schutzreflex, glaube ich. Ein Team. Auch 24 Schuss, wie geil. Sehr gut. Jetzt nur noch 18. Doppelkill. Zählt das als. Zählt als Kill. Doppelkill? Ja, wie viel hab ich denn noch? 92. Ja, egal. So, ich mach jetzt ein bisschen schneller. Also noch sieht's gut aus. Ich glaube, wir werden das alle noch bereuen dann. Ja, ja. Das ist. Sobald die Leben alle weggehen. Auf jeden Fall. Wenn man halt einmal drin ist in diesem Sterbestreak, und, aber ich renne dann halt auch immer wieder rein, dann sind halt 10 Leben super. Aber dafür ist es ja da, du sollst ja auch immer. Okay, jetzt probiere ich es ein bisschen anders, jetzt habe ich es nice, drauf. Gut. Wie er genau weiß, wo du bist, das ist ja lächerlich. Eins noch. Lächerlich. 90, nee, 10 Leben weg. Das war's. Wer will? Eddie? Okay. Ich kann das auch gar nicht. Doch, du schaffst das, ich glaube an dich. Hör an. Willst du Tipps? Nee. Leb da. Go, Eddie. Traum. Tipp 1, nicht sterben. So. A drauf. Wie A drauf? Ah, ja. Ja, sehr gut. Splatter. Hä, wieso hatte Nils denn hier eine Maschinenpistole und ich nicht? Ist das Waffen random? Die Waffen ändern sich. Ah, ja. Die Waffen ändern sich. Scheiße, ey. Du kannst doch deine Maske wechseln, wenn du möchtest, wenn du irgendeine mit Effekt haben willst. Maske? Hast du gut gemacht. Drauftreten, der lebt noch. Alter, was? Ach, das ist eine Glasscheibe. Ja, haben wir ja eben schon. Der lebt noch, wenn du nicht. Ja, stimmt. Trittst. Alter. Was passiert, wenn die keine Leben mehr haben? Ja, dann haben wir es nicht geschafft, tatsächlich. Mhm. Es ist so simpel. Oh, Alter, was muss man denn machen? Jeder 10 machen. Man kann ja auch vorher abdrücken. Genau, ja, absolut. Da, ja. Kannst doch sagen, hey, das Leute, das ist mir zu hart. Wie wirft man nochmal das Messer? Treten erst. Ach ja. Alter, mit L1. L1. Yes. Nice. Ich kann nicht mehr raus? Nee. Warum solltest du das bisher aufräumen? Stark. Nice. Waffe, gleich kommt er, Achtung. Anvisieren kannst du mit R2. Ja. Vergötter, sehr gut. Die Musik, ah, kommt noch jemand? Das ist einfach immer so. Und wenn du mal gucken willst, halt. Ich glaube auch fest, dass ich. Also ich habe das Spiel letzte Woche zum ersten Mal gespielt. Ja, genau. Ich glaube auch. Du hast das vorher nie gespielt? Nee, ich weiß noch nicht, warum das Spiel ist. Super. Ich glaube auch fest daran, dass ich die Playlist schon 1000 Mal gehört habe. Die kenne ich fix alle. 12 Schuss noch. Ja, sehr gut. Wir haben das damals in der Uni tot. Der ist noch nicht tot. Analysiert. A drauf. Tausendfach. Das war immer das Paradebeispiel, wie. Warte. Was eigentlich Videospielmusik tatsächlich. Kann ich die Waffe nicht mitnehmen?
machen kann. Doch, eigentlich schon. Also du kannst nicht wieder zurück. Oh. Allgemein, das ganze Spiel. Das war bis der Typ an der Tür ist und dann wird ausgenommen und sie umbringen. Crazy. Ja, mega. Ja, und jetzt drauf. Sehr schön. Oh shit, dann kommt die Tür ist offen. Das ist keine Wand, ne? Zum rechten Raum. Musst du jetzt mal durch die gelben Wände schießen können? Ach du Scheiße, ey. Was? Echt? Ja, da siehst du rechts da diese. Am rechten Bildschirm gerade diese gelbe Wand. Da kannst du Feuerwaffen durchballern. Was? Ach krass. Also, ich hab das Millionen Mal gespielt und ich wusste das nicht. Ich hab's auch nicht gerafft. Ich hab's auch bloß beim Speedrunner zuerst gesehen. Crazy, ey. Stand zwar mal als Tipp da, aber ich wusste halt nicht, in die welche Wand so. Wirklich? Was ist das für Wände? Alter, das ist ja viel los. Die unten bei dem Grünen jetzt meinst du? Ja, da beim grünen Raum und die oberen davon sind so leicht gelb. Neben der gelben Lampe. Ey, wie, was soll ich denn da machen? Raum mit drei Leuten, ey. Einfach abschlecken. Rambo. Okay. Rambo. Rambo, ja, ja. Freunde, ey. Versucht einen zu grabben. Die haben nur Schrotflinten, du hast ein Messer. Grabt man denn? Also ich meine einfach nur, wenn einer lang geht, den dann zu töten. Grabben kannst du sonst nicht. Ja, stark. Fast. Alter, ist das schnell vorbei. Dumm. Wer ist da? Da war doch gerade die Tür. Smash! Ah, der guckt ja schon durch die Tür. Ja. Scheiße. Shit, jetzt hab ich auch noch das Messer da in den Raum geworfen. Scheiße, das Messer. Also, ne. Hä? Oh, eine Pfanne. Man kann die Pfanne nehmen? Lol, das kann eine heiße Pfanne nehmen? Die wurde aber, die wurde extra freigeschaltet. Das ist. Ey, what? Aber auch. Ey, was? Was hab ich unter die gesehen? Das ist ja nur geil. Das hab ich ja. Gute Taktik wäre sonst die, wenn du mit dem Messer die Leute an die Tür lockst, sobald die dich einmal gesehen haben und dann reihenweise abschlachten. Einfach schlitzen, ja. Ey, das ist auch meine Taktik mal. Ich benutze immer die Maske, die auch die tödlichen Türen hat. Weil ja, tödliche Türen oder die Hunde nicht. Welche Maske hat denn tödliche Türen? Das steht. Oder der Typ mit seinen Superfist, der ist richtig geil. Bitte? Ich glaube, das ist der Hund. Ja, was? Boah, die Maske kriegst du relativ früh. Ich glaube, nach einem Level kannst oder so. Am Anfang das auswählen, da steht es dann. Ich weiß jetzt nicht, welches Design sie hat. Aber kannst du danach lesen. Ja, das ist natürlich, tödliche Türen sind natürlich was Feines. War das nicht der Hund? Ja, meine ich halt auch, aber. Wir schauen mal. Dieser Lassie-Hund. Der Hund ist so eine grüne MP5. Oh, ja. War die tödliche Türen, war es nicht der Esel? Ist der tot? Ja, kann auch sein. Ja, ich glaube, ich achte immer nicht so drauf, ehrlich gesagt. Ja, aber das oder die Hunde, das sind die Einsmasken. Die Pfanne ist ja absolut fies. Da ist auch ein Hackeball. Auf dem Sofa. Pfanne ihn. Okay. Geht noch? Stark. Hol dir die MP5. Oh, was ist das für eine Maschinenpistole da oder ist das nur. Ja, ist nur Fake. Diego. Was? Ja. Nein, das ist so eine MP5. Da rechts beim Sofa, bei dem du gerade gekillt hast, ist eine Waffe. Warum ist denn das keine Waffe? Warum legen die denn eine grüne Waffe, denn die keine Waffe ist? Das ist eine Wasserpistole. Vorsicht, da ist, ich glaube, jemand rechts. Das ist auch keine. Links und links und. Ja, Alter, da liegen überall Waffen, die man nicht aufnehmen kann. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, komm. Ja, ich bin bei deiner, ich bin deiner Meinung. Das ist ein Teppichdesign irgendwie. Nein! Glaub ich tatsächlich, ja. Ja, oder? Du Spielteppich, was Spielteppich? Ja. Mami, Mami, kann ich die AK-47? Sie. Oh, mein Sohn, du hast schon das Messer auf dem Teppich. Du hast schon die AK-46. Ja. Die hält noch. Die ist noch gut. Quizfrage, was? Hey, 47? Vorstellung, dass du jetzt da unten alles abfackeln kannst. Hä? Ist crazy. Aber dann ist auf einmal Anzahl der Kugeln und man und die anderen können auch nicht schießen oder bist du LOL, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist der Test. Oh, jo, jetzt. Was ist jetzt? Du hast eine Geisel. Aber ich weiß es nicht. Das heißt, aber das reicht mir, wenn wir bei das glauben. Die anderen schießen vielleicht ein bisschen vor. Oder der 47. Versuch. Jo. Kann ich die Geisel? Da kommt aber einer. Wenn du eine Geisel hast, kannst du mich. Das war ja Hammer. Das war richtig geil. Das war richtig gut. Geisel! Geiselstein. Der ist noch nicht tot. Das war die Geisel. Er macht nichts, wenn er keine Waffe hat. Ja doch, der haut einem doch einen rüber, oder nicht? Nö. Nee? Achso. Wir wurden geradet von Mara. Also, lieben Gruß, danke schön. Danke. Ehrenhaft. Plätzchen. Nein, falsche Taste! Okay, 10 Leben sind um, Eddie. Ernst schon? Ernsthaft, ja. Das ist nicht euer Ernst. Ja. Simon, willst du mal zocken? Ja, ich glaube, das ist ein besserer Level als das hier. Ja, mit dem Controller hier ist es angenehmer. Gar nicht. Uiuiuiui, okay, komm. So. Das schaffst du, Simon. Schaffst du. Mit stark. A drauf? Ganz stark. Ja, genau. Nice. Simon, jetzt mach mal keinen Scheiß. Da ist Eddie noch durchgekommen, ohne einmal zu sterben. Kein einziges Mal. Und dann kam am Ende diese eine Situation. Mit dem Typen mit den drei Panzerfäusten am Ende.
Boah, ist das viel, ey. Mhm. Oh! Ja. Sehr gut. Very nice. Die Simon ist schon, man sieht schon anhand des, des der Waffenswitch. Ah! Oh. Ah, das war noch einer! Mann! Aggressive Vogelspinne, einfach so. Heiß. Eine aggressive Vogel. Ja, ist einfach heiß. Das ist das Erste, was du bei Punkte Dynamik und Geschwindigkeit ja, die ist einfach sehr lange hungernd. Ja, okay, du kannst von dem Herd kannst das kochende Wasser nehmen. Aber kann man nur einmal benutzen, oder? Aber das ist irgendwie krass, das geht irgendwas. Wie wieder 100 Leben, kann ich euch beantworten. Jeder Spieler, jede Spielerin hat 100 Leben. Das heißt 800 insgesamt. Das ist also ein bisschen mehr als die Hälfte, was du brauchst. Und mit L1 kannst du die Sachen nerven. Ja, genau. Okay, also in meiner Vorbereitung habe ich 1400 Versuche gebraucht. Okay, die Tür ist zu, das ist gut. Wo ich heute dann gehört habe, dass ich absolut schlecht bin. Aber ist okay. Hast du es einmal durchgespielt? Ja. Ja, eben. Beim ersten Durchspielen habe ich garantiert über 3000. Mit R2 markierst du die so Dark Souls. Mit absolut mittelmäßig habe ich gerade erfahren. Dann zielt er automatisch auf die. R2. Geht auch durch Räume durch. Ah, das habe ich ja nie benutzt. Ja, ist eine Advanced Wenn wir so Mechanic. 100 Leben für alle zusammen gemacht hätten, dann wär's jetzt schon für Verabschiedung 20:15. Ja. Durch die Wand kannst du durchschießen. Man versucht auch die grüne. Warte, durch die kann ich durchschießen? Ja. Ah! Hinter dir. Wirklich? Nein! Alter, das war so helle. Nie gerafft. Weil mit 800 Leben durchkommt, finde ich schon. Aber du hast es auch nur rausgefunden, weil du ein Let's Play geguckt hast. Ein Speedrun, ne? Ja. Der hat bloß einmal durch diese Wand geschossen, und zwar den Typen da rechts in dem Raum mit seiner Knarre da oben. Ja, das macht ja auch Sinn. Das Spiel will, dass man das irgendwie so, also ich kann das gar nicht langsam spielen, ich will sofort rein in den Tümmel, dass ich halt's kaum aus. Ja, ist auch der Sinn der Sache eigentlich bei dem Spiel. Korrekt. Ich kann es auch nur so spielen, deswegen auch 1400. Ich kann es auch nicht langsam. Ich muss immer durchrennen. Ja. Ich muss auch mal. Schön, schön. Oh, jedes Mal nicht durch. Oh. Weil halt immer irgendwo doch noch einer ballert. Okay, Mom. Oh, shit. Okay, jetzt muss man vielleicht auch mal ein bisschen schneller sein. Also da, durch das wir jetzt gleich durchgespielt haben, können wir uns jetzt eigentlich schon mal überlegen, was wir dann essen wollen. Hummer hat Simon gesagt. Gibt's denn, Hummer, gibt's denn so Hummer. Miami Delikatessen, damit es dann auch passt. Oh Mann, okay, hier kann ich auch durchballern. Ja, aber dann kommt von oben einer da. So, alte Amphetamine oder was? Glaube ich, gibt's nicht auch so eine große mexikanische. Durch die Tür kannst du, glaube ich, nicht ballern. In Miami? Stimmt. Ich warte auf den richtigen Moment. Air-Trigger. Anwesend. Ein Kellerkind. Ja, das nicht dafür. Oder gibt's nicht auch eine große Gemeinschaft mit Mundschuh? Weil das will ich auch. Miami ist multikulturell. Das war. Ah! Ey, der Air-Trigger ist scheiße. Fürs Trimming, ja. Nee, lass mal. Mag den nicht. Dänisch. Der funktioniert nicht. Nee, das ist, glaube ich, schon wirklich schwedisch. Da muss man zu viel umschalten. Denn Dänen lügen nicht. Dänen lügen nicht. Das ist bekannt. Ja. Shit. Oh, ich dachte, das ist eine Waffe. Keine echte Waffe, das ist eine Fake-Waffe. Jetzt auch noch Fake-Waffeln. Das weiß der Eddie. Okay, sie kriegen's. Boah, drei Schuss. Keine Munition mehr. Ach, schutz die Tür an, schutz die Tür an. Muni, hast keine Munition. Ja, geil. Und die Stange und knapp. Jetzt machst du. Komm rein. Ich kann's rumsmacken. Ja, aber. Mit der Waffe. Vorsichtig. Ja, mit der Waffe, ja. Wir sind dumm. Er geht wieder. Sehr gut. Den kannst du jetzt um. Ja. Das ist groß. Boah, geil. Groß gespielt. Nice. Boah. Hart. Oh, shit. Okay. Ah, nur zwei. Ja, aber es ist eine gute, das ist eine Shotgun. Du kannst dich auch durch die gelbe Wand umschießen, wenn du noch einen Raum weiter gehst. Ich hab zu viel Angst. Geh mal ganz nach rechts. Markier. Wenn du den jetzt markierst, dann ist... Ey, markieren ist scheiße. Oh, schön. Komm. Markieren ist scheiße. Ich höre jetzt auf mit dem Markieren. Das bringt nichts. Ich kann's nicht. Markieren ist scheiße. Lass keinen Hund. Und schon durchhörst? Nee. Oh Gott, ich hab... Ich bin auch nicht so ganz sicher, ob da richtig gezählt wurde, aber. Das ist dieses, wenn man muss halt auf alles achten. Gut bist, und dann will man halt durchgreifen. Es ist wie bei Dark Souls. Das ist. Krogi, das ist also, ne, selber schuld, wenn ihr ein Format mit Idioten plant. Ey! Ich auch. Ich arbeite auch hier. Was soll ich machen? Wir sind gerade mal Level 2. Ja, aber wir spielen ja auch mit Bedacht gerade. Das ist doch in Ordnung. Ach komm, leck mich doch mal fett, Alter. Warum? Ich hab die schnelle Waffe und er haut zu. Komm her, komm rein, komm. Jetzt schließt's. Ey, welches Level ist das? Zwei. Zwei, ne? Zwei.
Wer ist als nächstes? Wer ist der nächste Schlechteste? Ich mach wohl, würde ich sagen. Rogi hat Bock. Hast du schon mal gespielt? Rogi, Alter. Nee, also ja, achso, das Spiel selber. Komm her. Trau dich. Du hast das Spiel zweimal durchgespielt? Vor ein paar Tagen, ja. Also ich hatte schon durchgespielt, dass es rausgekommen war. Aber jetzt nicht Martin-Niveau. Okay, also dieser Raum ist unterteilt in Trottel und Skillies. Korrekt, ja. Aber wir sagen nicht, wer was. Das soll dir selbst herausfinden. Okay, jetzt komm her, Dödel. So, da läuft jetzt einer durch die Todeszone. Stark. Geil. Nice. Ein Schuss nur noch, Achtung. Oh, danke. Danke, da liegt eine neue Pauker. Da liegt aber eine mit 24 Schuss. Die könntest du noch auswechseln vorher. Ja, jetzt gleich. Ja, die mag ich nicht so sehr. Ja, die zielt nicht so geil. Simon, ohne kannst du nicht besser. Nee, kein Schuss, kein Muni. Da, ja. Gut. Oh, neue Maske. Wo ist meine... Ah, ich hab neu. Aber warum kann ich die jetzt nicht... Ist das Martin eine mit Schalldämpfer, die er hat? Oder? Das könnte sein. Es gibt ja die kleine mit Schalldämpfer. Ja, jedenfalls eine. Uff, geil. Er hört Schuss. Oder nee, doch nicht. Verbraucht sehr viel Schuss. Boah, du kannst aber die andere nehmen, wenn die nicht zu tief. Ja, nimm die von dem Typen, ja. Was machen die denn da? Hä? Mach ein kleines Tänzchen. Den anderen auch noch mit der Tür. Ich trau mich nicht. Die leben beide noch. Der lebt noch, Simon. Pass auf. Ja, ich weiß, aber so kann ich ja immer wieder Punkte machen. So, Punkt, so kommen die auf ihre Max-Map. Hey, ich werd wahnsinnig. Das ist auch schon. Yes. Nice. Okay. Gut. Wer ist hier noch? 12 Schuss noch. Rechts ist, glaube ich, du kannst durch die Wand aber schießen, durch die gelbe. Ah, okay, aber da muss ich. Aus dem anderen Raum raus. Oder die da. Kann ich nochmal so, ne? Ist da noch einer? Ja, irgendwo? Ganz oben. Rechts, ganz oben. Da. Ach, der! Ja, komm, einer. Vorhin, ne? Du kannst da gar nicht. Geh mal hoch in den Raum, noch eins höher. Das ist ja geil. Da kannst du durchballern. Ist das nicht so? Yes! Sehr gut! Alter, mit einem Leben noch, gerade so. Ja, super. Offensichtlich keiner von den Trotteln. Ich mach mal ein Leben noch, aber das wird nichts. Ach so, zum Auto muss ich auch noch. Aber wenn du es mit dem Leben jetzt durchspielst, ist es auch okay. Ja, geht's wieder nach oben? Nee. Oh, sorry, ja, ich habe nicht aufgepasst vorhin. Hier links rum, da runter? Ja, jetzt einfach runter. Yes. Ja. Ist das eigentlich ein DeLorean? Hab ich auch überlegt. Natürlich. Es gibt eine Neuauflage von dem DeLorean, ne? Die bringen ihn neu raus. Echt? Ja. Und wie heißt der? Ich war fest mit einem Wort, ich wollte den Weg. Nimm aber gleich eine bessere Maske, Simon. Aber nee, wirklich. Ja? Ich meine. Ich habe es auch nur geträumt. Earl. Was kann der? Das war so ein klassisches Setup für einen Joke. Die bringen ja jetzt einen neuen DeLorean raus, ne? Re-Lorian, okay, das mag ich. Ich dachte Mandalorian oder sowas. Re-Lorian ist gut. Du hast gerade auch gesagt. Ja, was denn? Nein. Ich sehe auch den Chat, so wie ihr. Ja, wir haben es schon thematisiert. Mann, ja, ich habe es nicht ganz verstanden. Kann man da eigentlich auch zum Auto direkt? Und hier ist doch fette Action. Ich glaube nicht. Ich bin immer rausgequittet nach jedem Level. Ja. Also, das geht schneller dadurch. Da kannst du einstellen, ob du den Vorspann haben willst oder nicht. Ach so. Das ist mein absoluter Lieblingstrack. Ja, der ist Hammer. Check erstmal 7. Da kannst du jetzt andere Masken auswählen. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Darf ich das hier machen? Bei Neustart? Wenn du jetzt auf Neustart gehst, Simon. Was dann? Dann, ja. Guck mal, wenn du runtergehst, sagst du, was für einen Bonus mit der Maske du bekommst. Mehr Waffen. Mehr Feinde. Nein, das ist die beste Maske. Tödliche Türen, ja. Das ist ja so. Oh, shit. Tödliche Türen. Hallo. Ja. Das Messer doch links, oder was ist das da? Woran erkenne ich den, wo der hinguckt? Plus Deko. Gibt es schon so einen Actionfilm, wo jemand einfach eine Tür rausreißt und damit hunderte Leute tötet mit dieser Tür? Einfach 2 Stunden lang. Und am Ende ist nur noch so ein Griff übrig. Stimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht gibt. Oder? Gibt es bestimmt irgendwo aus Thailand oder ja. Sowas. Oder ein türkische Uff. Nice. Okay. Das war lustig.
Zwei drin sind. Und, zuerst. Ja, okay. Da habe ich, hab ich noch bei meinen. Wer Eltern. Von euch vieren ist denn jetzt hier am besten? Also ich bin am schlechtesten wahrscheinlich. Und dann? Dann glaube ich Berti. Der hat's ja. Und von euch beiden? Also ich habe. Du hast es öfter durchgespielt. Ja, aber ich bin nicht gut. Ich bin alt. Okay, dann wär's der. Also du glaubst, du bist von den vieren am schlechtesten, Sam, ja? Ich habe ihn noch nicht spielen sehen. Also von dem, was ich von denen weiß, glaube ich, bist du eigentlich schon durch? Da steht 90. Du bist durch, ja? Du bist nach, ich dachte, ich hätte eins. Nee, mach das fertig jetzt. Dann hast du im Leben weniger. Ah, okay. Straf. Ja gut, wer von uns macht dann? Dann mach ich. Machen wir Schnick, Schnack, Schnuck? Okay. Oh, 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 oh! Aber mach das Rampage. Oh! Holy shit! Ey, so. Nein, mach weiter. Okay, da Messer. Und was war da? OG? Wenn man einfach drauf scheißt. Die Tür hat sie getötet. Aber nicht damit gerechnet. Hallo. Ich stell mir vor, es gibt die Waffe. Diese Masken gibt es in Real Life. Ja. Läufst du durch Rock? Wir sind leer. Oh nein, Madi, nein, nein. Kennst du, wenn man leere Waffen auf die Gegner so ein Comic einfach so an die Wand geklatscht mit einem Blutfleck dran. Ach so, Xbox-Pad, oh Gott. Rückseite des Mondes ist irgendwie geiler. Ah. Nee, das auch hält, ne? Wie ist Mark Zuckerberg privat? Der kann ganz gute Pfannkuchen.
Das ist auch eine gute Taktik. Mhm. Ja, 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 ja. Sehr gut. Gut. Das habe ich beim ersten Mit Hilfe auch mal gemacht. Ah, so. Der Eckencamper. Ist ein bisschen wie. Was? Wie es, es ist manchmal so freudig. Ja. Von oben. Der dann. Ja. Ein das Look. Ist nicht geil, ey. Muss man bei sie oh. kämpfen mit den Fäusten? Ja. Ja. Aber lassen wir. Aber ich meine, so dieses rein Sam in den Raum zerlegen mit allem, was da rumliegt. Mal, mal schauen. Es läuft ja da rum. Gregor macht das selber noch fertig, weil ich hasse das auch, diesen Anfang da. Das ist schon, vor allem der Minibus oh. gleich noch. Ich stehe da um die Ecke. Ist das cool. mit dem Bus? Nee. Der, aber da, wo du dreimal mit der Shotgun auf den einen da unten ja, okay, ballern musst. Das finde ich aber relativ easy. Na gut. Ja, da musst du nur einmal im Kreis laufen, tatsächlich. Mhm. Ja. Muss man erst wissen, aber... Wollte direkt da vorne okay. die ganze Zeit rein, da, mit der Schwung. Mega scheiße. Boah, das mit dem Bus ist auch so scheiße. Oh, das Auto, nee, das Auto, was reingefahren ist. Ja, 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 und dann, noch Molotov-Cocktails, die reingeschmissen werden. Wechseln, durchatmen. Du wirst auf den Weg. Das ist nämlich der hat eine Schrotflinte. Darum spiele ich mit dem Typen mit den Fäusten, die killen. Mm. Oh, was? Scheiße. Sehr gut, das ist nee, egal, das ist egal. Ja. Ach so, links sind drei. Ist schon tot. Hä? Ja, du hast da ein Messer auf ihn geworfen. Ganz kurz, uns links sind auch nochmal zwei. Den ja, zweiten vergisst jeden. Man gern. Ja. Der hinten links, der. Das ist gefährlich. Oh, nein, den vergesse ich immer. Von hinten. Das gemein. Fuck. I don't like it. Okay, von vorne. Scheiße.
Ja, stark. Oh, was? Nein. Wieso kommen die denn jetzt raus? Realistisch. Ist doch schon. Scheiße, ich baller hier ja komplett. Wieso kommt denn der jetzt raus? Ich glaube, ich könnte das Land richtig gut. Ja, also jetzt kennst du zumindest bald auswendig. Bald, aber ja. Sehr gut. Und wie findest du den Track? Ich müsste noch mal ein paar Mal gucken und dann. Den Track finde ich hammer. Siehste. So. Ich würde gerne in einem dunklen Raum mit lauter schwitzenden Leuten die ganze Zeit mich dazu bewegen. Mhm. Ich glaube, das würde mich glücklich machen. Frag doch mal, Friedrich Merz, kommt Samstag mit. Club. Club. So. Aber ich glaube, für einen gepflegten Rave ist es auch ein bisschen zu langsam. Ich war noch nie in meinem Leben auf einem Rave. Ich weiß auch nicht, das sagen aber Leute, das soll cool sein. Was denn noch nie? Trillerpfeife, Gasmaske? Und bei Atomtests. Nein! Ja! Denk dran, jetzt kommt noch der Boss. Ja, also ja, ja. Was? Mini-Boss. Oh, jetzt spoilert er. Es gibt einen Boss? Ey, es geht um unser Leben. Ja, das stimmt allerdings. Aber der, das ist der Boss, der oder was? Schnall ihn einfach. Zack. Ballern. Ah, was will der tun? Das ist ja super easy. Kannst du den nicht mit den Füßen kaputt machen? Jawoll. Au. Schön. Jetzt hol noch die... Holde Maid. Die Holde Maid ab. Ja, Holde nehmen wir mit. Ja. Tschüss. Wie die rausdrehen. Genau, das wollte ich sagen. Aua. Auf. Guck mal, wie ich das zugerichtet habe. Und was für ein Ranking? Weißt du was? Hotshots oder nackte Kanone? Guck mal, wie sie ihn zugerichtet haben. Ja, irgendwo ja, ist kam ja auch bei, in dem Moment, also ich weiß, bei Hotshot, wo der Flugzeugabsturz war, ne? Und dann ihn zum Krankenhaus bringen. Ey, den ersten Part haben wir geschafft. Aber hast du nicht das bei ist jetzt ein Level. Das könnte es auch sein. Oh, am Anfang. Der wird ja immer verletzt, ja. Stimmt. Oh, also, ich skippe das jetzt alles, ne? Hat die Story eigentlich irgendwer gecheckt? Ich saß da irgendwo bloß noch da. Ich hab mir tatsächlich sogar was dazu durchgelesen, aber es ist komplett wir. Oh, viertes Kapitel sogar schon. Ich glaube, die waren noch die ganze Zeit nüchtern, als sie das Spiel gemacht haben. Wenn ich ja, mich irre, heißt der Track. Oh Mann, ich hasse das Level auch. Ja, das ist schlimm. Fick dich. Das Level. Ja, das stimmt sogar, ne? Mhm. Leo, hier von Perpetrator. Perturbator, ja. Perturbator, ja. Achte auf den Hund, der gleich kommt. Ja. Das sehr offensiv, auf der Track, muss ich sagen. Ja. Und nervt die Sau. Und klepp. Wie nennt man diese? Die Tür schon offen. Synthwave. Wie bitte? Synthwave. 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 Ja. Finde ich ganz nice. Bist Kind der 80er auch. Ja. Nee, das mag ich auch ganz gerne. Oh, Alter. Das ist gute Autofahrmusik. Ja. Sehr schön. So ein Road Rage. Das ist genau richtig. Also, wenn du so einen Nachts. Nein, no! Das ist ja schon ganz cool. Ja, total. Scheiße, wie viel hab ich denn überhaupt noch? Nicht mehr so viel. Drei. Boah. Wow. Gut. Das war eine Glasscheibe, ne? Mhm. Großes Beinbruch. Ach, das ist ja, wir haben ja die Türen, oder? Nee. Hä? Ja, doch, komm. Ja. Okay. Könntest jetzt das draufschmeißen? Nee. Ja. Ruf da. Nein! Hol dir die Shotties. Jetzt in der Shotgun den einen durchs. Kurze Frage, was machen die Türen? Wir haben eine Maske auf. Wo ach so, Entschuldigung, ja, lass den Liefel sozusagen, ja. Ja. Ach, der andere hat Schusswaffe. Der hat es gar nicht realisiert vor allem. Ja. Das ist nicht mein Vita. Da bin ich zuständig. Dann kannst du es bitte jetzt. Ey, in diesem Raum brauchst du jetzt diese Maske, ey. Wow! Was ist das? Oh, das war's. Alles gut. Alles gut, alles gut. Ja. Killer. Sehr gut. Jetzt halt den Durchspanz ab. Okay, das ist ein nice. Mega. Sehr geil, Sam. So. Killer. Wow. Oh, das Level ist so geil im Speedrun. Oh. Mhm. Oh, Mann, sitzt da mit deiner Sonnenbrille. Ich muss da richtig liefern, ey. Die ganze Zeit mit Sonnenbrille sitzt und Sprüche bringt, dann was wir dir abliefern, Mann. Das ist klar, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen, wa? Ja, der krabbelt noch. Ja, das macht nix. Ja, das ist scheiße. Wow. Also ich kann ihn auch noch. Ganz schön makaber. Ein bisschen, oder? Ja. Aber so sind die Staubsauger entstanden. Jetzt kommen wir wieder her. Diese Roombots. Naja. Roomba. Wo die Katzen drauf heißt. Noch. Pam. Scheiße, swing and a miss. Letztes Leben. Oh nee. Nein, du? Let's do it. Ich würde eh nur anfangen. Ich kann bloß mit dem Pfister.
Tony. Nee, nee, du musst so weitermachen. Nee, nichts neu anfangen hier. Bullshit. Direkt weiter. Alle, die sind ein Spieler, ja? Du musst auch die Scheißwaffe von Krugi übernehmen. So. Das stimmt, ja. Okay. Da musst du auch durch. Ja. Entschuldigung. Stark. Dafür nicht. Stark. Zeig ich ewig. Zeig ich ewig. Nicht. So, jetzt aber. Jetzt Granaten? Nee, ne? Nee. Ja. Nice. Nice. Häng an die Tür? Ja. Oh, what? Was zur Hölle war das? Warum wie die Musik drauf reagiert, ist ja nur geil. Er wird schwierig. Der muss erst aufstehen. Echt? Ja. Hä? Oh, hast du die mit 24 Schuss? Sonst kannst du reingehen und einfach vorne noch draufhalten. Ja, noch ich, da gab es immer nur so wenige in dem Schuss-Level, ne? Da ist doch bestimmt da oben noch eine, oder? Ah, easy. Ja, die? Ja. Nee. Ah, ich glaube, die habe ich schon verbaselt. Nee, haben wir leider nicht. Ja, dann, okay. Dann musst du gutes Timing haben. Ah, das habe ich aber nicht. Sonst was? Schmeißen. Shit, kein Stress, aber. Kniet er sich, oder ach, was? Jetzt. Nice. Sehr gut. Hammer. Okay, okay, okay. Oh, ich zitter. Zu Recht. War gut. Wo lang da? Ja, ja, bla bla. Das ist die ganzen Boni. Stufe B. Mhm. Ach so, einfach. Weg da. Hi, tschüss. Ah, komm. Scheiß aufs Ding. Das gibt mir alles. Ich hatte nicht so viel Hunger. Hotline Miami vs. Sam. So wie ich bei, so wie ich bei Team-Meetings. Sind alle da, tschüss. Ich bin leicht Spalt aufmachen. Fünftes Kapitel. Drittel. Mhm. Oh, das ja. Ein Drittel haben wir. Drittel, Leute. Also bis ein Drittel. Oh, nee, das hat sich ja, aber wir haben schon einen Plan, Gregor. Wird nicht leicht. Ich gleich mehr dran. Vom Spiel ist aber neu. Nee, ist ein neuer Plan. Kommst du in eine Sendung, spielst fünf Minuten, zwei Stunden zu. Du kannst sehr gerne ab Level 13, 14 dann noch mal. Nee, dann werde ich wahrscheinlich zwei Minuten spielen. Hier gibt's die geile Trophy, wo du bloß mit Fäusten durch musst. Oh, das war geil. Tot. Kann ich empfehlen. War irgendwas nicht geil, Martin? Das Spiel ist einfach super. Warum habe ich es nicht früher gespielt? Das müssen wir, glaube ich, zwingen, das bei Speedrun da zu zeigen. Oh, oh nein, Mann, nein. Ist das gut. Das sieht so fein aus. Schon, ne? Ja, ja. Ich glaube noch nicht. Sehr angenehm. Boah, wow. Schnell sie da durchs Level. Hä, wo ist der hin? Ach, da. Finde ich nicht, geht wieder zurück. Der Vater ist aber kacke. Ist hier noch nicht irgendeine Waffe? Bin ich blind? Da müsste noch eine liegen. Kannst du einen Billardkö nehmen? Logo. Na, ich meine Schusswaffe. Hier ist ja gar nichts. Im Raum unten. Hä? Da und ah, da. Rechts. Wobei, will ich. Na, ich bleib hier. Ja, gut, du hast eine tödliche Tür und den anderen kannst du schießen. Ja. Nee, ich. Oder nee, sind. Ah, da stehen noch zwei weitere. Ich bin kein Schießer. Die haben ein Messer. Ja. Der eine hat nur ein Messer. Roll. Jawohl. Boah. Ah, fast. Ja, Vorsicht. Ja, dann kannst du ja gleich nochmal mit der Tür gehen, der schließt die ja. Mit der Tür, ah, ich kann schon mal. Stimmt, ach nee, ja. Wo hab ich die Waffe denn jetzt hin? Da. Ja. Kochtopf. Jawohl. Nice. Nice. Alle ertürt. Wo muss ich denn hin? Da. Super gut. Das ist wie so ein. Ach, scheiße. Das finde ich aber aus Kacke hier. Das ist kein guter Level, Leute. Nee, ich hasse ihn. Sauer sind, dass es so schnell ging. Oh, yo, der war mies. Pass auf, die schießen von unten. Mhm. Sind Spieler da? Warum? Das ist ja alles gut. Mit denen. Scheiße, die Tür ist ja tödlich. Das hätte ich besser gemacht. Boah, gut. Sehr gut. Sehr gut. Aber da drüben ist gleich richtig ekelhaft. Dragon League. Ja, du machst es aber echt perfekt. Lade schon mal Teil 2 runter. Ich hätte es auch begeistert. Viele GGs. Mach ich jetzt die? Kommen die krass rüber? Naja, wenn ich hier schieße, ja, ne? Wohl. Ja, wenn du ganz nicht links bist, könntest du es eventuell schaffen. Oder du smackst einfach beide auf einmal. Nichts ist enttäuschend. Oh, super gut. Nice. Dann bleiben die GGs aus. Ja, das ist richtig. Ja, da drüben ist nämlich. Oh, der raucht im Haus. Ist illegal. Ja. Nice. Ah. Okay. Ja. Der linke zuerst, oder? Ja. Oh. Nice. Dein Weg. Flawless. Sehr schön. Sehr gut.
Ja, ja, und Sam so, ja, ja, Ferti und Martin. Ey, das ist aber noch nie so gut gelaufen. Also das mega geil. Gerade einen kleinen Run. Das ist schon gut. Aber ist ja auch das letzte jetzt. Mal schauen. Nee, nee, nee. Mal das ruhig bei. Ja, das ist schon. Ja, ja, ich werde jetzt nicht extra schlecht spielen. Genau. Klar. Steht zu deinem Skill. Jetzt brauchen wir nicht. Ich kann nicht so ruhig spielen, ey. Ich frage mich auch, nee, wie so ein Eichhörnchen. Ja, ja, ich muss da durch. Ich muss da auch durchballern. Ja, ich mag Stealthen schon ganz gern. Aber die Sachen, die wir immer abholen, ich habe mich gefragt, holt er wirklich Pizza und eine DVD oder ist da das Geld drin für die Sache? Kriegen wir überhaupt Geld dafür? Das kann sein. Nur mal kurz auf die Story einzugehen, weil das habe ich mich tatsächlich gefragt. Wenn deiner Katzin sagte, du weißt, dass das hier alles nicht passiert. Ja gut, dann haben wir das Problem wieder. Bleiben wir bei den Türen? Ja, ne? Natürlich. Okay. So ein Schuss. Ah, das Level mag ich ganz gerne. Ja, mag das auch gerne. Eddie mag es auch. Schön. Hey. Oh, jetzt dieser ganze Raum mit 10 Millionen Leuten. Heutzutage noch Peng. Schön reinhalten einfach. Nee. Pum, ja. Ratatat, Ping. Scheiße, ich hab keinen. Doch. Okay. Schöne neue Waffe. Null. Ist da noch einer von den anderen? Nee. Ist den Kellner weg. Stark. Ups. Oh, was? Hey? Was machst du da? Ja, ich wollte anvisieren und hab den falschen Knopf gedrückt. Chill. Aber du hast durch die Wand gelassen. Das geht? Ja. Nee, ich glaube, die kommt. Nee, also die Anzeige war später erst. Okay. Oh. Boah, das war knapp. Ah, ich will noch eine Shotgun, bitte. Die ist leer. Dann gibt's Uzi Power. Uzi Power. Oh, da unten. Geil. Boah, der Track ist einfach killer. Mhm. Chill da oben, Alter. Nein. Stark, ey, im Vorbeilaufen. Da sitzt den Typen am Tisch. Nein, bin ich durch, ja. Ja, ja, oh, als, Mann, als ob ich jetzt... Berti. Ja, klar. Den Level mach ich gar nicht. Bist du? Sorry. 140 Leben, Berti. Ja, wirklich. Also nochmal für alle, ja? Berti hat heute im Arbeits-Slack geschrieben, ey, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das Spiel mit 140 Tries durchgezockt. Innerhalb eineinhalb Stunden. Das muss man nochmal, es ist wirklich passiert. Und daraufhin hat Reinke bei mir angerufen, übrigens Berti, und meinte, ja, sollen wir Berti jetzt weniger Leben geben? Hat er wirklich angerufen? Hat er wirklich angerufen? Oder, und dann habe ich gesagt, nee, nee, das soll er erstmal beweisen, dass er das kann. Ja. Das reinschreiben kann ja jeder. Nein! Nein, wieso kriege ich der Letzte? Scheiße. Oh, oh, oh. Stark. Gut. Sehr gut. Ja. Ja, nicht zu schnell. Das ist schon alles. Du machst das schon. Alter. Hä, wo ist noch die Typen am Tisch? Noch. Ja, die Typen am Tisch. Die machen aber nichts. Ja. Also wenn ich überlege, wie weit du mit einem Leben gerade gekommen bist, kann es ja echt sein, dass Berti das jetzt einfach durch. Ja, ja, und dann kommt Martin, also. Ja, der, hey, der kommt vielleicht gar nicht mehr dran. Der ist schon auch, der ist nach Hause gegangen. Merkst du, der ist gar nicht mehr da? What? Spielt da schon mal Hotline Miami 2 durch. Ich glaube auch, irgendwo üben die schon mal. Ja, das Problem ist, wenn wir jetzt nach 15 noch weiterspielen, kann ich halt wieder gar nichts mehr. Ich habe bis 15 und habe dann wieder... Nee, wir spielen nur bis 15. Ja. Ihr verändert hier gar nichts an den Regeln. Gut. Durchs Fenster, oder? Nee, nee, ist kein Fenster gehen Shit. Nicht. Das ist aber bescheuert. Die können ballern, du nicht? Nee, nee, die können auch nicht da durch. Ach so. Ja. Die andere Waffe. Aber es gibt Fenster, durch die man schießen kann, deswegen ist das komplett senseless, meiner Meinung nach. Sind oben könnten noch welche sein, ne? Pass auf. Okay, Berti ist mal anders. Nee, da, der Typ auf der Toilette. Alter, geil. Sehr geil. Sehr gut. Oh, yeah. Guter Einstieg. Du hast ein Leben verbraucht. Aber wir sind trotzdem nicht enttäuscht. Hammer. Stufe A. Stufe A. Martin, wir glauben alle, dass du nicht mehr drankommst. Ich glaube auch nicht. Nee. Warum spiele ich jetzt hier erstmal eine Runde? Aber dann im zweiten Löcher geht es wieder ganz schnell, bis ihr dran seid. Keine Sorge. Kriegen wir hin. Eddie, alles cool? Ja, ich bin aber auch aufgeregt, sag ich dir. Du bist aufgeregt? Ja, safe. Okay, cool. Das aber hast du denn nicht mal überlegt, dann mal einen Speedrun für Speedrun-Dale zu machen bei uns? Boah. Naja, das sagen sie alle am Anfang. Da müsste ja richtig gut sein, Simon. Ey, ich biet's auf jeden Fall nur an. Du bist. Kannst aber so auf abkratzen. Ah, das ist, ne? Auf Simon, wie konntest du hier so lange spielen? Das leckt ja mega. Das drüben, die Übungsstation ist komplett. Die ist ja, Regie, ihr müsst noch ein Leben abziehen. Das war jetzt schon das zweite.
Echt mal. Dem können wir kein Leben zu viel lassen, nach der Ansage. Nee. Muss ja alles seine Richtigkeit haben. Ah, noch eins. Berti ist halt super schlecht, da müsste halt. Der Druck, er kommt zu ihm. Oh, was ist mit dem? Der Bouncer nervt, den kannst du halt nur mit einer Shotgun. Ach, dieser Bouncer hat so ein. Oh, geil, dass mein Shotgun jetzt weg ist. Nein, nur Shotgun. Mit der Metzeln, nur Shotgun. Oh. Oh, ich kann es eigentlich direkt oder vergessen. Ganz viele oder ganz viele, genau. Nein, geh weg! Ja. Hast du ja, da eine Waffe komm. Irgendwo? Nee. Nein! Nee, ist, du sitzt in der Falle, mein Freund. Komplett mehrfach tausendmal gespielt. Okay. Ah, Endboss. Mhm. Kleiner Miniboss. Oh, nee. Der war auch nervig, ne? Ja, der ist nervig. Der ist richtig nervig. Den finde ich richtig nervig. Du kannst den aber mit einer Waffe besiegen. Mit einem schönen Wolfschläger. Phone home? Nein, nimm doch. Direkt verkackt. Ja, hau ihn doch nicht. Sehr gut. Du musst ihn hauen. Aber wie sollen wir denn rauskriegen, wann der richtige Moment ist? Ja, jetzt. Den nein! Oh, das war blöd. Nee, nicht ey, doch nicht die Waffe werfen, ey. Gut. Und toll. Ja. Dass du das noch gerettet hast, ey. Also er sticht und dann haut man? Oder? Ja, der sticht zweimal, dann wirft er und dann kannst du draufmetzeln. Ah. Was? Oh, komm, ey. Oh, Mann. Ey. Scheiße. Ja, du darfst dich davon nicht treffen lassen. Das ist echt so. Oh. Knapp. Oh, das wird eng. Das wird eng. Das wird eng. Oh. Ey, ich hasse diese Dinger, ey. Jetzt ruhig bleiben, Eddie. Warum kommt jetzt immer? Jetzt. Sehr gut. Auf. Wir rein! Ja, ja! An der Wand, wenn du das Ding siehst. Ah, ich muss ja nochmal schaffen. Nein! Hat er jetzt schon wieder ein Messer? Ja. Ja. Mhm. Warte, das denn jetzt nochmal her? So, jetzt nochmal. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Sehr gut. Ja. Nice. Sehr gut. Ja. Nice, Alter. Sehr gut, Berti. Hammer. Berti. Splat. Der ist gar nicht so leicht, tatsächlich. 120 Kilo? Würde man schätzen, oder? Ah, oh, Junge. Martin, was geht bei dir ab? Ich muss mal warten, bis die Punkte durchrattern.
Martin macht sich hier schon warm, ey. Das ist aber nur geil. Fast Barracks Kämpfe noch du vorher. Du sitzt da wie so Ninja Warrior beim Kindergeburtstag. Irgendwie. Ja. So eine Hüpfburg. Du wartest, bis du dran bist. World Wrestling Tag Team, wenn du schon an der Seitenlinie endlich auf den Abwärts schon an den Seilen rüttelst. Aber wer kriegt den Klappstuhl dann hier über? Ja. Das ist Schiri. Ich glaube, Martin ist noch ein Level. Kaffeeast, ich habe zu viel Kaffee. Krasser. Hast du einen? Ja, so Kaffeeast. Zittrige Kaffee. Oh, ja. Du hast jetzt wie viele 8 Leben gebraucht? Für wie viele Kapitel hast du geschafft? 3? 2? Du hast richtig abgeliefert. Quasi 3 Leben pro Kapitel, könnte man sagen. Also schaffst du noch ein Kapitel? Ah, das ist. Also ich finde, das ist das beschissenste Level. Du schaffst kein Kapitel. Das Polizeirevier gesagt. Ja, stimmt. Das ist auch nochmal richtig scheiße. Martin, willst du wissen, wo wir sind? Ein Level davor, ne? Oh. Warum hat der mich denn random gehört? Martin, mach dich bereit. Ja, oh. Einer noch bei Verdi. Verdi ist, glaube ich, doch nur ein One-Hit-Wonder gewesen. Und der geht in die Türen. Ja. Sehr gut. Also ich habe mir einiges abgeguckt auf jeden Fall bei euch. Boah. Umsetzen. Ja. Schlecht. Schlecht. Abgeguckt hast ich du noch Schuss? Ja. Ja, die Disco. Ich meine, die Stage geht noch, aber die Angst warum? Dem Disco oben ist einfach zu okay. Alter, Martin, Martin, das war's. Was nee, komm jetzt so. Was? Ah, nee, ist schon. Oh. Ist schon. Ah. Ey, aber das Martin. War schön. Nein, Martin. Noch eine schöne Aktion. Martin. Hast du gut gemacht. Martin. Unmeckerbar. Stress. Oh. Darf ich Maske wechseln? Nee, ne? Ich habe einen schon getrunken. Nee. Du darfst machen, was du willst. Ich darf machen, was ich will. Kannst du machen. Abfahrt. Was hast du genommen? Was? Du machst. What? Warte jetzt, warte doch mal kurz. Ja, das ja. Oh, jetzt. Was, guck dir das jetzt an! Was? Muss ich schneller als das Licht sein? Das ist ja völlig geil. Das ist ja nur geil. Ey, alles klar. Oh, was? Ah, so sieht's aus. Jetzt verspotten wir schon Martin mal. Ja, doch. Zu viel Skill. Jeder Fail wird komplett ausgenutzt. Was der Herr. Und dann rufst du Reinke an wegen mir. Ja, Martin hat's nicht gepostet. Ja, ich wollte gerade sagen, er hat mich angegeben. Achtung, da rechts ist aber immer noch. Ach nee, der ist schon tot, ne? Okay. Yay. Okay, Martin, das ist einfach wunderschön. Nice, Martin, nice. Das war einfach süß. So kann man es offensichtlich auch sprechen. Wie geil bist du denn bitte? Das ist ja nur Hammer. Er hat sogar die Sonnenbrille abgezogen. Hey, Martin, geil. Einfach auch scheiße. Ah. Ja, ich bin leider Trigger-Happy. Wo ist der andere? Hast du irgendeine. Ach nee, hast du so eine Maske, dass die Schläge tödlich sind? Oder ja. Was? Ah. Das ist auch clever, ne? Das ist natürlich auch clever. Sehr clever, tatsächlich. Aber ich finde immer, wenn man nur zuschlägt, muss man besser aimen. Und das ist bei mir das Problem. Ja. Mit Schlagen kann man normalerweise die Hunde auch nicht treffen, oder? Oh, stimmt, kannst du mit Schlagen jetzt die Hunde treffen, Martin auch? Ja. Ah, hey. Okay. Nur so kannst du Level 5 bloß mit Fäusten spielen. Martin, hör bitte auf zu reden, das machst du mir Angst. Ich sehe ein Martin Birdie Speedrun. Jo. Ja, ich auch. Ja. Da irgendwie ja, ey, Alter, was? Wird er so ja, hey, Martin, was geht denn? Ihm hau mal auf den Kopf. Am Ende kommt ihr wahrscheinlich. Das ist das Allerbeste. Das ach heißt, du Scheiße, was ist das denn? Ja, nice. Ich gleich feiern. Ja, ich will Martin Merch haben. Ja, ich auch. Ja, ich fahr nach Hause, ne? Die Meme, the future is now old man. Das sieht vor meinen Augen die ganze Zeit. Meine Zeit ist vorbei. Alter. Was sieht denn jeder? Spiel's bitte durch. Niemand will den Moment, dass ich wieder dran bin. Ey, doch, eigentlich will ich das gerade dann. Ich will's jetzt sehen. Ich bin jetzt leider zu nervös. Jetzt wird das nichts mehr. Was? Du hast gerade das beschissenste Level einfach weggerissen. Ohne Witz. Aber ganz geil, wie es wirklich dieses Skill steigert. Und jedes Mal so, oh, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Wow, Martin. Warte mal, sind wir auf Level 9 jetzt schon? Ja. Naja. Okay. Level 10 wird richtig, ich glaube, da bin ich mit. Aber mit 8 Leben? Richtig schön was zu essen. Ja, wirklich. Level 10 dann mit der Polizei? Oh, das da. Die Polizei ist ja nach mehr. Ey, ich hätte doch gesagt, ich hab's vorbereitet, ich hab's durchgezockt, klar, 100 Level. Dieser Kack Hund immer. Leben, mach immer nicht so. Na, warte es mal. Ja, klar. Ja mach den Style-Move auch. Ja, das stimmt. Scheiße, nicht geklappt. Wir können immer noch Hotline Miami 2 runterladen. Ja. Ey, wir haben einen Plan. Hat ja keiner geübt. Nee, wir haben guten Plan. Ja, wir haben auf jeden Fall einen Plan. Weiterspielen, weil ich kann nach 15 schon wieder gar nichts mehr. Alter, was? Das ist nicht so lang. Nee, okay. Hast du den anstürmenden Hund gerade geboxt? Ja, klar. Nee. Ich wollte doch nur spielen. Aber. Der Track ist auch nice. Das ist so krank.
Mucke ist gern grundsätzlich gut in. Oh, ey, was machst du gerade? Shit. Bin ich so, dass wir alles freuen, wir freuen uns eher, wenn Martin mal stimmt. Ja, jetzt wir wollen auch noch mal spielen. Also ich wäre bereit, meine 10 Versuche abzugeben. Nee, so läuft das hier nicht. Ja, okay. Nee, nee. Kann man die umrechnen lassen mit so Inflation in Martin wegen. Martin, ja, Martin, Martin hat nur 100 von 1 ist 2 für ihn. Nee, machen wir nicht. Ja gut, ich versuche da nicht zu viel Progress zu machen gleich. Oh, oh. Alter, ach, das Alter, was ist denn das bitte? Weil, gleich muss er ja abhauen und das ja, ist gleich wieder Pain. Ja, und macht das wahrscheinlich auch. Ja, scheiße. Ja, von hinten. Ja, er muss erst mal, er hat auch noch viel Leben, ne? Oh, Martin, 3 Leben. Bisschen. Es wird eng. Enttäuschend insgesamt. Und das Level will wirklich kein anderer jetzt spielen. Nee, kommt da gleich die Polizei? Ja. Oh, 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 sehr gut. Nice. Und finishen. Nice. Puh. Naja, man muss das. Jetzt kommen die Kaufen. Muss man am Herzen. Wir stehen immer noch so. Oh, das panisch dann da. Ja! Ey, bist du einfach mega schlau eigentlich? Ja, stark. Was ist passiert? Jetzt, der denkt sich auch, pup, die schießen durch. Alter, er macht das einfach direkt! Da hab ich jetzt 20. Ich glaube, ich hab 20 Geist drauf. Ja, damit. 50 versucht. Das war nice. Killer, ey. Einfach unglaublich. Mit Martin wäre Pins Versus einfach nur mal ein Viertel so lang gewesen. Ja, wirklich. Die ganze Zeit. Und alle im Internet hatten gesagt, wir haben mega Skill. Martin, welches Spiel von allen Spielen ist das, wo du sagst, da bin ich der Allerbeste drin? Oder das kann ich am besten, sagen wir es so. Welches ist das? Dark Souls. 1. Also was, im Speedrun oder was? Nee. PvP? Besser ja, als Ede? Ja, wirklich, das PvP war eigentlich das Spiel, was du genannt hast. Martin, du hättest alles nennen können, aber jetzt sagst du Dark Souls. Ey, warum bist du denn jetzt ehrlich? Ey, aber es gibt eine Menge Randomizer mit ihm, wo er Dark Souls randomized spielt und du glaubst nicht, was der alles an... Dem ist egal, oh, was da kommt. Randomizer, Schmandom sein. Ja, aber das ist gerade... Da kommen auch mal richtig harte Gegner an Stellen, wo es wirklich nicht passt. Welchen? Martin macht's trotzdem. Martin, ey. Martin macht's trotzdem, ist auch ein schönes. Ja, Martin macht's. Martin macht's. Alle sagen, es geht nicht. Martin macht's trotzdem. Och nee, der Level und rast einfach durch. Ja, vor allem, dass du das Spiel vorher nicht einmal gespielt hast. Ich hab letzte Woche damit angefangen, aber ist geil. Alter. Was? Das ist wirklich, das wusste ich jetzt auch noch du nicht. Du hast von der Woche zu? Zum ersten Mal Hotline Miami gespielt. Ja. Du bist wahnsinnig, Alter. Aber es ist geil. Es ist oh, aber es du hast zu wenig Arbeit hier bei Rocket Beans. Ich glaube. Geil, oh, okay, jetzt hat er nur eins. Jetzt hat er nur eins. Es gibt immer Mühe, mein Freund. So, letztes Leben. Ah! Oh Mann! Jetzt warte doch kurz mal. Oh. Das ist so geisteskrank. Wo ist die Waffe? Da oben. Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Ey, es fängt echt so ein Format mit Martin. Er hat immer eine Woche Zeit, sich für irgendwas ja. Geil, ey. Martins Woche. Martins oh. Woche, ja. Martins Woche. So, jetzt gebe ich an euch ab. Und dann sagt, oh, aber es war geil. Oh ja, okay, der das ist okay. Der beschissenste. Ja. Das sagt ihr jetzt boah, bei jedem neuen Level. Ja, ja aber der aber ist wirklich ist beschissen. Wirklich der ist wirklich scheiße, ja. Oh Mann, ey, oh! Scheiße. Schade, ich kenn doch ja, gesehen. Das war's nie. Keine Angst, Martin, du kannst den Level gleich nochmal. Ey, Martin, Respekt. Ich denke auch. Wir sind da gleich. Ey, spiel mal schnell neben. Ach, scheiße. Heftig, ja. Martin, lass dich mal ein bisschen was feiern. Was hast du denn für einen Kostüm? Krank, einmal Strang. Nächstes Mal ja, mit genau, Brille, ne? Tony, der macht mit nee, Fäusten. Mit dem Affenkopf, das würde ich nicht schauen. Alter Schwede. Da habt ihr recht, Chad. Sowas ist eigentlich das verboten, so viel Skill. Das ist eigentlich bei Rocket Beans. Vor allem bei Rocket Beans. Ja, wie bist du da durchgekommen durch diese Kontrollen? Ich weiß es nicht. Nee. Ich glaube, da hat bloß Aussehen noch gerettet. Ja, sehr gut. Habe ich noch Schüsse? Ein Schuss noch. Schmeiß die Waffe. Schmeißen. Ah. Au. Aber wie viele sind denn hier? Ey, wie undankbar, wenn der Nils das jetzt machen muss. Das ja. geht doch nicht. Das müssen wir jetzt alle machen, das ist ja. klar, glaube ich. Weil das Level ist wirklich... Oh, ja, ja, Moment, ja, ich bin ja auch noch dran. Ne? Also. Ey, es gibt eine Teststation, ich sag's nur. Also wer, aber man ist halt demotiviert. Ey, wieso war er nicht hier? Ja, vor allem, wenn ich hier schon höre, dass das alles laggt und der Controller nicht vernünftig workt, dann habe ich halt auch schon... Nee, der Controller ist nur schlechter. Hab ich, oder? Ja. Ich will die Waffe wegschmeißen. Wie mach ich das? L1, ich will auch alles. L1. Ich brauch die nicht. Ja. Martins Woche. Martins Woche. Martins Woche ist richtig geil. Ja, ist jetzt eine Show, ne? Kannst du dir mal was überlegen? Machen wir einfach ab nächste Woche. Lass mir deine Arbeitszeit jetzt mal anstellen. Ja. Was Sinnvolles. Das muss natürlich nebenbei laufen, Scheiß als Hobby. Unbezahlt. Kriegst auch kein Essen dafür. Martins. Ach, das ist eine Glasscheibe.
Start es mit Alt F4. Yeah, wie heißt das Spiel hier? Mina Uya? Das bricht zum Untergang. Minirinho! Nein, oh, Martin, dachtest du, hast Minirinho-Verbot. Naja, doch, wenn wir das Special machen, dann ja. Aber der ist zu gut, das der erste Speedrun, ne? Minirinho. Ja, er darf, so darf nicht auf den Bildschirm gucken beim Spielen. Wie bitte? Darf nicht auf den Bildschirm gucken beim Spielen. Okay, wir machen einfach nur noch Boxen. Gleich ready, ja, ich freue mich schon. Das ist ja super easy, das Level. Ich glaube überhaupt nicht, ey, du hast so schlecht zum undankbarsten Zeitpunkt abgegeben. Ich glaube, das ist das Schlimmste. Wenn das vorbei ist, dann ist der Rest easy. Okay, das ist eine Ansage, aber. Das ist echt eine Ansage. Oh, da kam Hund! Och, Mann, das war schon okay, wieder, das oder? Okay. Ey, aber Nils, ach so, warte. Ist easy, ist aber auch gut. Oh. Warte, jetzt. Hier, jetzt darfst du. Ja, das. Dann ist der Rest. Auch das zählt doch nicht mehr. Ich hab extra getötet hier, Regie. Und das ist ja wirklich. Also, Nils, nur das. Dass du weißt, danach ist der Rest easy. Ja, okay. Ist nur die, danach, nur die Stelle. Ja, hier. Nur die eine ja. noch. Oh, aber Eddie hier. Ja? Ja, aber. Oh. Oh, schade. Aber lockt die da so? Ja, ja nicht geil. Nein. Nee. Aber lockt die so, das war gut. Aber Mann, was wäre denn hier jetzt eine gute Maske? Oder hast du die schon gesehen? Hä? Das ist schon in die Ganz. Ich muss mir eigentlich. Welche hast du jetzt genommen? Der Tony. Der mit Fäusten killt. Nee. Ich kann. Junge. Nee, das bringt mir da gar nichts. Fangen wir gleich nochmal schön von vorne an, ne? Hä, wieso denn? Nicht? Wollt ihr wirklich alle, boah, willst du dann echt alle Stufen nochmal neu machen? Achso, es waren zwei Stufen sogar, ne? Ja. Ey. Oh, aber da wäre halt diese Hundmaßnahme so geil. Ja, das stimmt ja. Die Hundmaßnahme. Das ist die Hundmaßnahme. Dass die Hunde dich nicht angreifen. Die Hundmaske. Also, dass du hast ja Masken, die auswählst und eine verhindert, dass dich Hunde. Jetzt kommt keiner mehr. Muss noch mal anlocken. Guck mal mit links. Ah, der Hund. Mit L2 kannst du noch mal schauen. Oh ja. Stark, gut. Drei Schuss noch. Ein. Lebt noch. A 0, 5. Nimm die Fäuste. Beide leben noch. Beide leben noch. Was ist denn? Aber mach. Ich bin nicht mehr da. Aber es war gut. Aber du hast auf einmal wieder volle Muni. Das war geil. Was? Hab ich anders gesehen. Jo, ey, wenn wir es jedem Hotline Miami 2 wiederholen, bist du einfach nur noch Joker. Wenn wir irgendwann nicht mehr weiterkommen, so. Martin, komm mal rein. Okay. Martin und die anderen. Natürlich auch in dem Outfit dann. Warum? Scheiße, was muss ich. Ich finde es schon gut, wenn du einmal aus dem Raum rauskommst. Das ist richtig gut. Vor allen Dingen, wenn er es jetzt nicht schafft, wird es extra peinlich. Geh doch kurz mal raus, einmal für Nils. Wir warten erstmal auf den Hund. Boah, ist das sogar zwei? Schade, wie kam er denn da durch? Eddie, okay, Eddie. Krass. Ach komm, spart euch den Applaus. Ich hab den Blick gesehen. Es ist ein beschissenes Level, das ist wirklich so. Ja, fucking Comic Relief hier. Wir haben zu viele Comic Reliefs, hab ich gesehen. Ja. Das heißt, dass viele Clowns verderben den Brei, oder? Ja, so ist das. Ey, ich mag das auch nicht. Hey, Kogi, baller einmal, du nimmst bloß die Fäuste. Wenn die alle reinkommen, fisst du die einfach weg. Ah ja? Jo. Okay, und der Hund auch? Du kannst alles wegfisten. Ja, Mann! Das machst du auch im echten Leben. Setz dir die. Alles. Sagst mal hier alle und der so halb. Du kannst einfach alles bauen. Hey, ich verstehe dich. Oder ein lebt noch. Sehr gut, der lebt noch. Oh ja. Warum denn? Gut. Ach, die Tür war es wahrscheinlich, ne? Na, wir haben keine tötenden Türen. Ja, ich muss die auch anloggen, es hilft nichts. Ja, einmal ballern und dann, wenn alle reinrennen, einen nach dem anderen wegboxen. Okay. Oder ein Lebwieder, pass auf. Den Tipp hättest du uns ja auch schon geben können. Habe ich eben versucht, aber es war zu laut. Still oder kann das Glas im Wasser? Ja, stark da. Okay. Man hätte es einfach mit der Tür machen sollen. Der lebt noch? Na, egal. Ich geh die Tür nicht mehr zurück. Leichen da gestapelt. Super. Ja, so wollte ich es ja im Prinzip auch machen. I know. Ich soll auch sagen, die ganzen Leute, die da patrouillieren und dann diesen Haufen Leichen da sehen. Ja. Ja, was ist denn hier? Was hier? Also komplett. Wäre doch tödliche Türen perfekt. Da kannst du dich in den Raum stellen und machst einfach immer die Tür. Stimmt, ja. Klong, 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 klong. Die Faust ist die Tür. Die Faust ist die Tür. Wie so ein Martin Speedrun Bit, das ist schon witzig. Die Faust ist, hast du die Faust ist die Tür gelesen? Das hat mich verändert. Ich bin jetzt auf Nummer sicher. Das, ich weiß, das bringt nichts, aber ist dir das Videospiel zu Goethes Faust. Ne? Die Faust ist die Tür. Der lebt noch. Hast du denn tödliche Türen? Ich wollte gerade sagen, nee. Du hast Hauen eigentlich. Okay, Fenster sind nur in der Mitte, richtig? Ja. Ja, bei allen, ne? Okay. Also nicht durch die Mitte laufen. Was für ein furchtbarer Level. Korrekt. Der ist so. Oh,
Den kannst du tothauen. Kommen die? Nö. Ja. Wie läuft das? Manchmal hören sie es, manchmal nicht. Ja, oder ist es random? Also, ja, okay. Es gibt auch welche, die es eigentlich nie hören, die immer stehen bleiben, und manche, die sofort losrennen. Also es soll so ein bisschen unberechenbar auch sein. Ja. Okay. Hallo. Stark. Gut. Ich verstecke mich immer hier. Nee. Das machst du gut, machst du gut. Geht da unten. Rein da, Pep. Hey, yikes! Jetzt holst du ja. Ja. Schön. Yes. King, jawoll. Oh, sehr gut. Oh, ganz ruhig. Okay, super gut. Okay, die Hunde sind alle das weg, ne? Ja. Das sind nur die Ja, ja, lass. Ich bin hier. Okay. Mach erst mal den da unten im Gang, ja. Ganz ja. Oh, der sieht dich. Pass auf, Glasscheiben, ne? Ja, ja. Langläufig. Korrekt, korrekt, korrekt. Dann schießt er erstmal von oben durch. Ah, nee, das ist da oben ist auch mal eine Achtung. Mach erst mal den oben. Ja. Ah, da ist ja noch einer. Fuck. Ja, aber der hat ja Glas. Einfach rein und um. Da kannst du ja. Ja! Gut. Stark. Vielleicht hat sich der eine jetzt bewegt, auch lieber. Ja. Ah ja, von da kannst du. Ja, von da kannst du einfach runterschießen, Ruby. Und knall ihn weg. Oh, er hat überlebt. Oh. Er hat überlebt. Ja, ah, oben, komm weg. Ja. Jetzt okay, jetzt aber nochmal. Ja! Ja, Mann. Hammer, Krogi. Dankeschön. Dankeschön, Teamwork. Sehr gut, Dankeschön. Sehr gut, sehr gut. So, fertig, wir können gehen. Nicht aufs Handy auf jeden Fall. Was geht? Alex, es geht weiter? Nee. Ist das oben links? Doch. Oben links? Oben links? Nee, ich glaube, du musst einfach. Ja, ganz oben links. Aber der krabbelt. Ah, danach. Dass da noch was kommt. Ich empfehle jetzt noch nicht zu schießen. Box den um. Was ist denn hier? Ach so, verstehe. Oh ja. Schön. Und jetzt? Also, Martin hat nur noch umboxen. Kannst du sie da oben noch umboxen? Ja. Oh, drei. Das ist schwer. Das ist schwer. Shit. Geht aber weg. Aber ich soll die boxen. Ja, boxen. Einfach rein. Glaubt ihr, das Boxen besser ist? Ja. Ja, dann musst du drei. Muss aber recht präzise sein, sonst bist du RIP. Ja. Schön. Wow! Oh, super gut. Genau so. Oh, der lebt noch, der lebt noch. Einer lebt noch. Piss den weg. Ja. Schön. Killen. Ja, nice. Okay. Eine Shoddy am besten. Ah, ja, was ist eigentlich mit den großen Typen da? Die kann man die auch wegboxen? Ne, die kann man leider. Das ist das Einzige, was man nicht umboxen kann. Die dicken. Und die Panda nachher nicht. Oh! Die Pandas da. Oh, sehr super gut. Da ist aber irgendwo unten, glaube ich, einer. Ja. Oh, Alter. Ah, hast du das? Okay. Nice. Ah, die kommen. Nee, nicht stressen lassen. Einfach einzeln abpflücken. Oh. Nice. Oh, hast du noch genug Schuss? Ja, ich glaube zwei. Ich glaube, noch rum. Der Raum des Todes, ey. Okay. Sehr gespannt. Hast du das nächste noch einer? Okay. Und den kannst du ja unlocken, würde ich sagen. Ne? Ja. Okay. Also, aber da oben, was geht da oben ab? Ich glaube, die sind schon raus. Raum ganz rechts und guck hoch. Ah ja, gut. Ach so, den hier meinst du. Ja, ja. Stimmt. Guck da mal hin. Okay, da sind zwei. Eigentlich. Ja, ja. Da hinten stehen, glaube ich, noch drei. Ach, wo? Links? Ganz also links. Ganz, ja. Ganz links sind noch drei, aber ja. Die stehen, die bewegen sich. Aber die sich, kommen durch die Tür unten auch, oder? Ich glaube, dass sie sich nicht bewegen, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, mit der aber du kannst doch erstmal den Typ da, also den kannst du auf jeden Fall. Hier rein und passt. Nochmal? Nee. Okay. Okay, der kommt da vorne um einer gelaufen. Ja. Der hat aber nur ein Messer. Das ist schwer weg. Ah, oh, Spaß! Oh, oh, zu gierig, ne? Zu gierig! Greedy. Gott, ich schäme mich. Warte. Oh. Alles easy? Nee. Warum ist noch einer? Ein Schuss noch? Okay, du hast recht. Hallo? Komm ich nicht hin? Okay, doch. Da oben ist noch einer. Verstehe. Okay, das war das, naja. Was du gerade gemacht hast? Halt mal. Ach, das hat keinen interessiert, okay. Ja. Mhm. Ach, sehr gut. Oh, jetzt kommen sie, du hast drei Schuss. Ja, das. Der ist schon mal. Ja. Oh. Ja, ein Schuss nur noch. Zwei ja, ne? Da lebt noch einer, oder? Waffenwechseln. Da lebt noch einer, ja. Kein Schuss mehr, kein Schuss mehr. Waffe wechseln! Alter, Cody, oh. Ey, dir ist alles egal, na. Ne? ich bin dieser Welt gefangen. Sind, glaube ich, nur noch hinten, oder? Nee, oben. Oh ja. Ja, und die anderen kannst du sich die Glasscheiben erledigen, die unten. Ah, oh. Oh. Oh, das gibt's ja. Hast du ihn schön? Ja! Nee, nee. Nee. Oh. Aber der hat nur ein Messer, ja. Das war mein Glück. Wo ist der? Achso, der ist wieder rübergestellt, der gehört zu den drei drüben. Ja, dann mach den Lock-On und schießt durch die Scheiben. Ja.
Ja. Ach nee, der, na, nee, nee, doch nicht. Hm. Okay, aber dann könnt ihr mich auch nicht angreifen, korrekt? Genau. Okay, warte, dann mach ich, aber... Nee, erst den... Einfach rein und durchträllern. Ja. Doch, könnte klar. Wichtiges weg, ja, okay. Ja, easy. Schön. Sehr gut. Nice. Nice. Dankeschön. Jesus. Alter, noch eine Stufe. Irgendwie eine geilere Waffe oder so vielleicht? Jetzt kommt nichts mehr, jetzt kannst du... Jetzt kommt nichts mehr, steht neue Stufe. Nee, das Level war's. Wirklich? Ja, ich weiß nicht warum, aber du musst erst nochmal in den Ort. Du hast das letzte Woche zum ersten Mal gespielt, du weißt, dass jetzt nichts mehr kommt nach der Stage. Naja, du hast fünfmal durchgespielt, muss man ja auch dazu sagen. Ich habe vielleicht seit letzter Woche schon 15 Spielstunden. Wo ist mein Auto, Martin, du weißt es doch. Ja, links muss einmal rum. Ah ja, siehst du. Oben, links, runter. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und dann da unten. Ja, klar. Entschuldigung, klack. Oh, Jesus, geil. Na, jetzt wird's ja easy, hat Martin gesagt. So, okay. Trust me. Ja, bis zum Polizeilevel. Weg, weg, weg. Wie viel kommt? C plus. Also wieder zurück, geht das? Ja. Hab ich bei euch abgeguckt, ihr seid Speedrunner. Berti, kannst du mir das Wasser da unten bitte einmal reichen? Die Flasche? Ja. Yeah. Ich liebe dich, danke. Was kommt jetzt? 11 schon. Wie viel gibt's? 15? Ja. Uff. Ach, das. Martin, soll ich jetzt für dich die Fäuste nehmen? Ist warte, easy. Warte, warte, lass mich mal kurz überlegen. Okay. Nimm lieber ein Startmesser. Na, kannst du noch mit den Fäusten einfach alle wegboxen. Scheiß auf Messer. Ach, trust me. Alle, die jetzt ankommen, einfach wegboxen. Scheiß auf die Waffe, die ja, da drin. Ja, wäre aber mit dem Messer geiler. Ja, und den anderen auch noch. Zack. Stark. Jetzt sind sie Knarren und... Ah, da war noch einer. Oh, oh Gott. Ja, ich hab's nur nicht gesehen, tatsächlich. Hab ich noch? Bin ich nimm's Messer. Da waren... Das ist, glaube ich, noch 83. Das sind bloß Glasscheiben. 82. Jetzt 82? 82 müssen es sein, ja. Okay. Das sind nur Glasscheiben da, pass auf, die sehen alles, was du machst. Ja, aber die. Also, was soll ich machen? Wegboxen. Wegküsten ne? Nur. So, nehme ich einen, lebt noch. Oder? Mhm, aber erstmal den. Nee, okay. Geht er wieder in den Raum zurück? Okay. Wieder reingekrochen. Wo kommen die anderen? Nein.
Nein, nee, doch nicht. Völlig verkackt. Tada. Wenn der Drop nicht kommt. Ja. Mit Ansage ist aber. Die Partygäste kennen wir alle. Ja. Wenn der Drop nicht kommt. Oh. Oh, ist das durch? Nein. Da ist er. Beim Drop schreien wir alle ganz laut. Ist auch gemein, der Track hat mich reingelegt. Okay. Da am Fenster ist er, sicher. Rego, du machst das auch top. Ja. Wird dir zu wenig gewürdigt. Ja, muss man sagen. Ja, stimmt. Ja, das ist schön. Das ist wirklich wahr. Ja. Ey, mega. Sehr gut. Immerhin ein Level geschafft. Das ist was, okay. Wir sind so super in dem Spiel. Ach, jetzt kommt unten die Karre, ne? Ist das, oh, ist das jetzt schon mit der Karre? Ich finde, wir schreiben Gregor zukünftig mit. Ach, es geht noch weiter. Eher am Ende. Oh, gleich. Gott, das Spiel ist programmiert. Schraffier, der sitzt. Ich kann auch nichts mit der schnellen Brille, klar. Das Spiel ist halt geil. Das stimmt. Ist ja alles aus mir rausgezogen. Pam, pam. Schön. Ja, geil. Gregor, super. Jetzt kommt mal ein Scheißmann. Oh, nimm dir eine volle Munition. Ich steht gar nicht, ob ich Munition jetzt habe mit denen. Nee. Weil steht, geht zum scheiß Auto. Aber hast du die alle schon benutzt? Aber die ich weiß nicht mehr. Ich brauch eine Shotgun auf jeden Fall. Ja, nimm auf jeden Fall. Ja, die da unten hat. Vielleicht unten gehen wir nochmal. Ich hoffe mal aufs Beste. Warte, so. Aber der Typ hat eine gehabt. Naja. Ach, was? Dann sagst du es gut. Da gehst du hin. Das ist auch smart. Ich glaube, bist du denn bitte? Boah, das sieht auf jeden Fall knifflicher aus, die Stelle. Oh! Hä? Das ist ja mega schlau. Wieso, was ist denn die Alternative dazu? Nee, dass du erstmal gar nicht weißt, wo du hingehst. Warte, ins Auto. Nichts machen. Ja, genau. Okay. Einfach erstmal dreimal sterben, bevor du raffst, was los ist. Oh, die verglühen ja. Oh, das ist ja geil. Die rennen da rein. Mit dem Modis. Hä, wie gut bist du, Gregor? Heftig. Das war's schon. Okay. Geil. Alter, Killer. Okay. Ich weiß nicht, wie was passiert ist die ganze Zeit. Ich war völlig klar, was da gerade ist. Ja, du wirst sonst in der ersten Sekunde vom scheiß Auto überfahren, sobald du einen Moment in die Richtung gehst. Ja. Und er hat ihn angezündet. 7 Millionen. Wenn du Michael Krugmann heißt, machst du das 100 Mal und weißt nicht, was du ändern sollst. Wirklich. Wahnsinn. Ja, aber Gregor, du hast es jetzt schlecht präsentiert. Du hättest erst nochmal 5 Mal auflaufen sollen. Du hättest einmal zeigen müssen, wie schwer es eigentlich ist. Das sieht so leicht aus bei dir. Dumm Glück. dumm Glück. Boah, Vierer-Paar sind wir schon, ey. Super. Mhm. Findet ihr Beans vs. bislang, Leute?
Wahnsinn, ich finde jetzt diese Dramaturgie. Wenn man die traurige Szene aufsaugen. Dass er jetzt in sein Apartment kommt und da ist der Rattenmann. Ach so, oh, kommt jetzt. Sind kommt, wir bei 12? Ah, jetzt ins Krankenhaus? Jetzt zählt das als tot. Das, das ist auch so dumm. Zählt als tot. Aber das zählt nicht als tot, ne? Das ist ja Story. Nee. Doch, ja? Natürlich. Ja, nein, das ist ja purer Quatsch, das ist ja Story. Natürlich, oder? Natürlich zählt das nicht. Nein, das akzeptiere ich nicht. Nein, das akzeptiere ich. Ich gehe auch keinen Schritt weiter, bevor ich zurückkomme. Du wirst vom Krankenhauspersonal wieder zurückgeführt zu deinem Bettchen. Habt ihr mir jetzt. Ja, bitte sehr. Ah, da hat er sein Leben wieder. Ich nehme doch keine Penalty für Story hier. Ja, stimmt. Was müssen wir jetzt nochmal machen? Ja, was ich meine, ist, was jetzt folgt. Nein, das, genau, das ist ein Krankenhaus. Springen, ja, aber das ist auch kein Tod, weil du wirst ja nur. Achso, da, ach ja, ganz vergessen. Okay. Aber das Level hat nicht so wirklich, ey. Es ist halt aber auch. Ja, es ist auch einfach nervig. Relativ easy, aber oder nicht? Ich fand's ultra nervig. Es ist nicht so schwer. Also, sage ich jetzt und werde jetzt alle meine Leben verlieren. Ja, wir haben schon nicht gesagt, das zählt nicht als Leben. Kannst du sterben? Du warst hier im Spiel? Also jetzt? Nee, also halt hier. Ja, das meinst du ja. Hier würde ich schon sagen. Ach so. Das ist ja ein Game Over. Okay. Ja, also hätte ich auch gesagt. Ah, okay, in der Cutscene hätte ich es nicht gezählt. Die Cutscene zählt auf keinen Fall. So, das ist eine Fluchtsequenz hier. Ja, klar. Okay, also nochmal kurz. Du meinst, wenn du jetzt ertappt wirst, ja, Leben weg. Leben weg. Okay. Also sonst wäre es ja fast schon schief. Ich hatte mal eine Nachbarin, das war so eine Cutscene-Lady. Komm. Damit darf ich auch mal bei dir und deiner Party erscheinen. Da darfst du auf meine Party auch mal sein. Ah, okay. Da ist ein Leben weg zum Beispiel. Okay. Ciao. Machen wir den Cycle ab. Ja, wenn man sich zu viel bewegt, dann schwankt halt das Bild, bis du irgendwann dich übergeben musst und dann kannst du dich halt nicht bewegen. Wenn man übergibt dich? Ja. Das habe ich nicht gedacht. Oh, beweg dich mal. Genau, wenn du halt wartest, dann normalisiert sich's wieder. Du kannst auch theoretisch direkt rechts raus, wenn du. Also, theoretisch, wenn das Spiel eine Woche kennt. Was hast du gesagt? Jetzt Speedrun. Du kannst einfach direkt rechts raus, du musst nicht oben links hin zum Schlüssel. Was? Aber es ist gewagt. Ja, das ist ein bisschen, also sehr kurzes Zeitfenster, aber ich finde das. Ein bisschen angenehmer als der normale Weg. Okay. Ich habe vor allem, als ich das erste Mal gespielt habe, einfach nicht gerafft, wann wie ich da rauskomme mit dem Buch. Letztes Leben, Gregor. Ich nehme den normalen Weg nochmal. Oh, ich will auch nicht das machen müssen. Dadurch, das ist sehr unangenehm. Okay. Ich habe gerade noch getönt, dass es gar nicht so schwer ist, aber jetzt bin ich ja. Nee, ich glaube, du hast Glück, weil ich bin wahrscheinlich vor dir noch. Oder bin ich bei ihm nach? Du warst sowieso eigentlich. Ja. Warst du noch gar nicht dran? Du warst eigentlich vor Gregor. Nö, ihr habt mich vergessen. Aber so kann man es. Mir ist es aufgefallen. In der Skillrangliste nach oben schleichen. Aber dann darfst du natürlich zuerst. Die Skillrangliste. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Es scheint ja keine gute Mission zu sein. Nee, das ist wirklich ätzend. Stark. Sehr gut. Oh, geh durch, beweg dich! Ja. Was ist jetzt? Was? Stehen bleiben, einfach mal chillen. Easy. Du bist hektisch. Geht besser. Kann man sich in den Busch verstecken? Ich glaub nicht, nee. Warum fällt dich, mein Freund? Weil er noch unter Drogen steht. Genau, also du musst. Oh, nein! Das war's, oder? Ja. Das war's. Das war's, ja. Oh, shit. Ja, vielen Dank, Gregor. Ich hätt's fast. Du kannst mir aber eventuell helfen jetzt und sagen, wo ich lang muss. Ja. Oben lang. Ja. Okay. Also versteck dich in dem Raum und folg dann dem Johnny hinten, wenn er einmal vorbeigeht an dir. Also stehen bleiben ist aber essentiell. Ja, warte erstmal, bis der Typ da patrouilliert, ja. Und dann hinter ihm? Genau, aber achte drauf, dass keiner unten durch beim Fenster ist, wenn du vorbeigehst. Okay, so? Ja, genau. Dann hier rein oder? Nein, nicht rein. Du musst komplett nach links. Er kotzt gerade. Moment. Okay, ja. Dann den erst abwarten. Du musst ganz links durch die Tür. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Man muss ja wirklich extrem aufpassen hier. Das nervt mich auch beim Zugucken, muss ich sagen. Mm. Ja. So, der jetzt, ne? Okay. So, warte mal. Nee, nicht hoch. Ja, aber er muss runter. Schön. Und da durch die Tür, links, links, einfach durch. Ja. Das ist. Ja, geil. Geil. Und jetzt das Polizeilevel? Ja. Ja, jetzt ist fuck. Voll. Da sollte die Faust doch gut sein, Martin, oder? Die ist richtig gut, ja. Weil ansonsten wird's mega hart. Kann man das. Wie drück ich das weg? Story ist das quasi. Keine Zeit für Story. Das ist zu wichtig. Geh gleich ins Auto. Was haben die mit meinem DeLorean gemacht? Stellen wir den, glaube ich. Ja, ey, geht die Bastarde. Nee, du Adler, mein.
Musst du doch nochmal hoch. Schön Five Guys. Der muss ja erstmal wieder anziehen jetzt, ne? Das wird teuer, ja, Olga. Reingezahlt, ja. Reingezahlt, schlimm. Reingezahlt. Ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass wir uns wirklich Essen bestellen können. Aber ist nicht mein Problem an dieser Stelle. Ja, aber dann ordern schon mal, oder? Langsam. Kann schon mal überlegen. Ja, wir müssen schon warten, bis wir durch sind, glaube ich. Ja. Ich weiß. Aber das schaffen wir auf jeden Fall. Ja, aber wenn wir dann erst bestellen, das kriegen wir das Essen noch viel zu spät. Nee. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Lass uns ein Level warten. Ich verstehe dich. Nee. Hat jemand eine Idee, also was ich jetzt nehmen sollte? Pony. Auch. Wir können ja sagen, wir dürfen es nicht essen. Wir dürfen es nicht anrufen. Ja. Wir müssen uns erst mal was einigen, wo wir bestellen. Fäuste ist das, okay. Ja. Und die muss ich alle umhauen? Ja. Ja. Aber es sind doch Freunde. Ja, das sind Polizisten. Was erwartest du? Ich dachte, ich bin so ein Undercover-Cop oder so. Wahrscheinlich. Nee, nicht ganz. Ja, und jetzt kämpfst du schön ab in Super Faust. Ja, das ist gut, was du machst. Jetzt kommen die alle. Super Faust. Ist gar nicht schlecht. Jetzt kommt der wieder. Super Faust. Oh, Super Faust. Super Faust. Keine Panik. Mann. Hast du gesehen, wie knapp? Super Faust. Super Faust. Nicht rausgehen. Ne? Oh, die hast du nicht anlocken. Super Faust. Ja, Mann. Nice. Was ein Gemetzel. Mach und nicht den Locker hier. Okay, nicht. In Richtung Tür hauen einfach. Und was mit dem hier? Ja, warte, bis, warte, bis er sich bewegt. Anpfeifen. Ja, man kann einmal kurz raus und dann schnell wieder weg. Ach, dann von links, 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 der Typ. Der kommt rein, oder? Nee, links, Mann. Super Faust. Oder du schießt einmal mit einer Waffe und dann schmeißt ihn weg. Oder einmal kurz ins Bild gehen und wieder schnell rein. Dann okay. Eigentlich auch. Ja, komm mal. Super Faust. Super Faust. Ja, nur geil. Komm her. Dieser Stapel. Du kannst mit der Tür erwischen. Wobei, vielleicht sind da unten welche. Vielleicht sind da unten welche. Ja, guck mal runter. Super Faust. Nee, das ist schon ein T-Shirt. Aus. Ja, nee, das ist nichts. Ich möchte ihn sehen. Oh, das kommt. Ja, komm, ja, Super Faust. Super Faust. Okay, Mann, Super Faust. Den da oben. Pass auf, dass unten niemand rauskommt. Komm, Super Faust den. Oh. Super Faust ihn. Oh! Was hau ich euch? Moment, ganz kurz. Was? Ich hab gar keine Waffe, okay. Kannst du nochmal schießen, vielleicht kommen die wieder ran. Ja. Ja, den unten kannst du schießen jetzt im Besten. Super Faust! Super Faust! Super Faust! Ja, Mann! Super Faust! Super Faust! Super Faust! Super Faust! Super Faust! Ja, okay. Einfach geil. Mindestens. Super Faust! Nein! Ich bin Super Faust! Nein! Ich bin Super Faust! Ben Merch! Ich hab nicht gewusst, dass da noch einer ist. Oh nein, jetzt alles nochmal. Wie ärgerlich. Ja, genau, Super Faust-T-Shirt, aber mit dem Berg Leichen. Scheiße, nein, vorbei! Jetzt ist vorbei der Moment! Faust. Ja, wirklich! Tief durchatmen! Super Faust! Okay. Super Faust! Ja, ich kann nicht mehr feiern. One Punch Man ist auch ein gutes T-Shirt. Ohne Scheiß. Chat bitte immer Super Faust ballern beim Tod. Klar. So, was? Habt ihr einen Wunsch? Super Faust. Dann einmal schießen, wegschmeißen. Ah, ich hab keine Waffe gerade. Oh, aber da, da die Pinguine. Gleich hast du eine. Und Chat, ready machen. Oh shit! Super Faust! Ja, Mann. Wie sie halt um die Ecke versuchen. Könnte er sein. Ja, ballern wieder. So ein scheiß Knüppel. Noch ein Alter! Ich möchte eine Waffe, die schießt. Ja! Es ist einfach nur stark. Simon. So läuft das. Mein Freund, die Tür. Und die Superfaust. Ja, dein Faust ist ein... Okay, wenn ich jetzt... Nochmal ballern und... Hab ich ballern, den Ei? Ich wollte mal gucken, was die... Ah, okay, ihr habt recht. Ballern ist am besten. Achtung, jetzt nicht rausgehen, nicht rausgehen. Ah. Perfekt. Ich meine, die müssen irgendwann Feierabend machen, ne? Ja. Oh, da kommt der Nächste. Dass die überhaupt über den Leichenberg drüber kommen, ne? Ja, das muss voll die Arbeit sein. Dass auch keiner skeptisch wird. Ah, okay. Ob da wohl eine Falle ist? Alan, Alter, wir gucken mal lieber nach. Oh! Oh. Schön. Oh, yes. Der lebt noch. Ja, Mann. Endlich mal was anderes. Super, Super Fuß. Endlich mal was anderes. Okay, jetzt muss ich nochmal gucken. One Punch Mon. One Punch Mon finde ich gut. Da rechts ist da, glaube ich, aber das ist da weg, gut. Ja. Wegen, weil das ist Glasscheibe, da musst du aufpassen. Mann, das ist voll schwer. Ja, auf jeden Fall. Schieß nochmal, dann kommen wir doch bestimmt ein bisschen. Ach, geduldig. Oh, er ist schon da. Der ist einfach. Der ist taub. Ja, Witz. Hä? Aber da kommt ein anderer drauf. Oh, nein! Oh! Nicht am Fenster! Vorsicht, nicht am Fenster! Wo ist er denn? Der steht da wie eine Lüge! Der steht da wie so eine Made! Dein Raum ist. Achtung, ich Achtung! Super Faust! Ja! Aber da ist noch einer! One Punch Mon! Und da ist irgendwo noch einer! Da ist nur noch einer! Ja, irgendwo, aber ich weiß nicht wo! Moment! Rechts da! Da unten, ne? Da können wir hinlaufen! Ja, weiß ich nicht. Der bewegt sich fast nie.
Klein weg. Aber spiel schon. Guck mal lieber. Guck erst. Ja! Alter! Super. Super gut. Stark. Nice! Stark. Achso, ich muss noch weg, ne? Nach oben. Weglaufen. Wir müssen weiter. Ja, oh, shit. Eine gute Waffe weiter. Ab nach oben. Immer weiter in die Polizei rein. Oh, shit. Nee, die geht auch nicht. Wir haben auch Waffen, wenn man diese Fäuste hat. Ja, aber sicher. Nimm doch Sicherheitshalbeine mit. Kannst du mal wegschauen. Habt ihr die Angerfoot-Demo schon gespielt? Ja. Die ist fantastisch. Welche Demo? Angerfoot. So, dieses Spiel, wo du nur trittst. Hotline Miami in 3D so. Ja, spielen nur Spiele, ist total, ne? Auch die Musik haben. Und so. Genau das. Spiele, wo andere sehr gut sind. Da rechts mir so ein Dicker, den kannst du nicht umfisten. Schön. Ja. Aber du den umballern? Ja, mit dem Shotgun. Ja. Ja, jetzt will ich auch eine Schuf. Ja. Geht ihr dieses Comic-Strip von He-Man? Da gibt es noch diesen einen Held, der heißt Fisto und der hat so eine silberne Faust. Ja. Und dann irgendwann hat er mal verloren und liegt auf dem Boden. Oh, schade. Yeah. I did not fist enough. I tried to fist everybody, but I did not. Sorry, He-Man, I couldn't fist them all oder irgendwie sowas. Ja, genau, exakt so. Mit Fisto. Was heißt er wirklich mit Fisto? Ja, ja. Nee, Fisto heißt nee, nur Fisto. Das will ich noch 86? Okay. Krass. Ja, ah, pass auf. Schieß. Ah, das ist der, ne? Ja. Ist der, ja. Schön, aber der ist gut abgedüst. Aber der. Oh, Vorsicht, der ist noch ein feindlicher. Ach, schade. Oh, ja. Ja. Boah, soll ich den dann Taser hauen? Ist dann hauen nicht besser? Nee, die kannst, kannst du nicht hauen. Oh, shit. Aber ich bin doch super. Aber die Schrotflinten one-hitten die, wenn du eine kriegst. Raus, raus, raus. Ja. Okay, shit, das ist voll schwer. Hauen. Kannst du nicht. Das hat das Jugendamt zu mir auch gesagt. Ja. Neun. Schön. Sehr gut. Schön. Ah. Schnell warten. Oh, das ist doch schwer, Alter. Ein Lift voller Leichen. Ich will nicht gleich das Level. Du musst. Das mag ich nicht. Das hast du nee, ich werde es jetzt schaffen, keine Sorge. Nee, aber das mag ich nicht. Immer nee, nee, nee. Ist wirklich so. Brave. Wie viele Tracks hat denn der Soundtrack? Wie viele sind wie viele unterschiedliche? Ja. Die CD ist voll auf jeden Fall. Ja. 650 MB. Die CD ist eine Schrotti. Ja, ich glaube Teil 2 hatte 2 CDs. Meine, hast du das weggeworfen? Mhm. Ja. Glaub, ja, jetzt kommt. So müssen es sein, ne? Ja, wo kann es gewesen sein? Oh, chill. Chill. Oh, wir dürfen nicht reinkommen. Oh. Chill-Modus. Aber die versteckt sich. Ja. Scheiße. Tot. Nein, draußen. Oh. Ja! Yeah. Oh, schade! Oh. Ja, jetzt hab ich noch. Oh Mann, was soll ich denn da machen? Das ist wirklich ein Kacklevel, ey. Der Verschanzen ja, ist da leider so bei dem. Okay, komm, ich versuch's mal jetzt mit Action. Ja, so läuft das. Nee, ja, nee! Ich muss stealth sein. Degen sind durch, ja? Aber kann ich nur eins machen? Ja, komm. Ja, klar. Komm, einmal noch. Und der geht wirklich nicht? Den kannst du nicht. Nur damit? Doch, ja, damit geht er. Dann fällt er erst um nach einiger Zeit, ja. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Achte auf die Boys links. Da kommen oben jetzt welche rum. Schön. Sehr gut. Schön. Ah, oh, shit. Schön. Sehr gut. Nice. Sehr gut. Weiter was? Oh, oh, der lebt noch. Auch gut. Achtung von hinten. Nein! Das war super. Das war nicht schade. Schwierig. Los, Sam. Ach, Mann. Go, Sam. Go. Nee. Oh, sorry. Ja, ja, ja. Ach. Bein gestellt. Eigentlich. Eigentlich nicht. Kannst ja auch die Waffe auf den anderen werfen, ja, und den dann mit der Faust verkauen. Oh, was? Oh, was war denn das? Das war gar nichts, würde ich mal so sagen. Klung. Gut. Oh, Mann, Shotgun, ey. Wie mache ich das denn jetzt? Nimm die Shotgun. Den da umfisst? Ja. Ich glaube, da musst du jetzt schießen. Das sind drei von den großen. Scheiße! Ja, ja, ja. Gut. Oh. Nein! Ich hab gar nichts. Okay, mal konzentrieren. Usa. Jetzt guckt er auch noch auf mich, oder was? Scheiße, Schuss. Ich sag ja, ich hasse das Level. Okay. Das ist auch... Chill. Ja, kurz chill. Mann, ich find's das echt einfacher als das eine davor. Das für ihn ist das Schlimmste, ja. Echt? Ich find das auch mies. Ich meine, da gibt's auch eine safe Strat, aber die ist langsam, die macht keinen Spaß. Mit wem rede ich hier eigentlich? Ja. Der ist noch nicht tot, oder? Doch, doch, ja, doch. Gut. Dein Hirn hat die Farbe von tschüss. Ja, tschüss. Na gut, dann... Ich weiß doch auch nicht.
Mach den Dicken als erstes. Scheiße, nicht mal getroffen. Oh! Ja, oh, ja, ja. Nice. Sehr gut. Jetzt wieder fisten. Nee. Oh, wieso kommt der rein? Der ein bisschen finde. Dann wärt ihr wieder. Wieso ist der reingegangen? Ja, nicht ich. Ja, wir haben auch nie gesagt, dass wir das nicht lustig finden. Dafür kannst du nicht wetten. Ja. Was ist denn hier los? Boxi. Scheiße. Ja, aber es ist auch. Du musst eigentlich wirklich die alle kaputt hauen. Ja. Bis auf die paar. Ja. Die Bouncer-Dinger da. Die Bouncer, ja. Das ist echt ein. Oh, du hast doch keine Waffe. Okay, das war gut. Schön. Wie sieht's denn da drüben aus? Ja, den könnte man auch erstmal weg. Aber wenn du eine Rechtsstimmung machst, dürfte er nicht kommen eigentlich. Alter. Die hier so, wo ist die denn hin? Oh no, du bist so chillig, Sam. Scheiße, ey. Der eine lebt aber auch noch. Den links kriegst du doch jetzt, oder? Ich will nicht, dass alle ankommen. Ich mach so nicht so gerne leben. Ja. Weißt du dann links nicht besser? Ich glaub auch. Ja, will ich auch sagen. Ja. Die kommen, aber dann kannst du es wenigstens abfangen. Ja. Den haben wir dann hier noch. Da ist nicht ganz so viel. Ach, da ist auch noch ein Polizist, ne? Ja, oh. Die sind überall. Das den habe ich gar nicht gesehen. Ist geil, wie wir uns jetzt Zeit lassen und Martin warten mal drauf. Und dann gleich so. Okay. Ich hab da unten was gehört. Wo war der bloß? Es wird aber auch für ihn nicht leichter. Und er muss erst mal rein. Weg. Und der Druck ist auf jeden Fall da. Ja, der ey, Hype ist groß. SM oben passiert, glaube ich, noch was. Kann ich die beide auf einmal? Ja. Ja. Hause weg. Schön. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe keine Waffe. Oh, der eine. Oh, der lebt oh. Der eine noch? Hä? Ja, der muss die Waffe abbekommen. Ey. Mach den fertig und nimm dann die Shotgun. Nee. Oh, Alter. Ja, ja. Shotgun nehmen. Ich baller den Fetten weg. Ja, nee. Du bist ja wohl so chillig. Wo werf ich links? Ja. Ja. Kannst du einfach vorher und boxen. Ja, killen. Pass auf, links ist keine Tür, ne? Ja. Ja, und denk an, das ist Metalldetektor, ja, ne? Ja. Wenn du da durchgehst. Oh, das heißt, der kann auch durchschießen, das ist offen. Ja. Wie machen wir es denn? Was heißt Metalldetektor? Dann geht Alarm los. Genau, ja, schwarze. Genau. Dieser Chat. Hey, Arschloch. Geht mal aus. Oh, Vorsicht, nee, nee, nee. Oh, nee, das warum? Ist schon sehr gewagt, was du warum? Da machst. Warum? Das lief doch so ja. Gut. Ich glaub, der wird nicht der soll ankommen und dann. Ich glaube, der wird. Nee, der wird das nicht. Erste sofort schießen. Nimm doch die Waffe und riskier's nicht. Schmeiß die nächste drauf. Na, weg, dann werfen weg. Also, der Chat ist super, aber. Unser Monitor geht mal aus. Ballern und irgendwann muss auch ballern. Aber nee, dann geh ich lieber da auf zur Seite. Oh, warte. Fuck, 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 fuck. Oh, shit. Nee, wo hab ich denn noch eine Shotgun? Da hast du noch voll viel Mummi. Oh, Sam? Du kannst ihn auch so killen, ja. Du brauchst nur sehr viel Schuss. Ja, ich weiß, ich will aber lieber die Shotgun. Aber da rechts war noch eine. Unten rechts. Jetzt unten drauf. Rechts. Jetzt drauf. Ja, kill den jetzt, komm. Was schieß einfach auf. Sam, jetzt, komm. Ach so, ich hab irgendjemanden anvisiert. Du machst uns sein. Fertig? Leben. Ja. Jetzt kommt der andere Dude, Achtung. Ja. Und entdeckt bleiben. Ja, wo ist er? Kommt noch jemand? Oh. Ja. Brauchst so einen auch noch. Jawohl. Und. Unten. Keine Waffe, ja. Oh, oh, du kommt noch einer. Achtung, Achtung. Warte, warte, warte. Da ist aber noch. Irgendwo muss noch einer. Einer sein. Ich glaube, ganz oben. Ja, der bewegt sich immer nicht. Den kannst du vielleicht durch den Metalldetektor erschießen. Ja. Ist, ja. Oh, ah, nee, doch nicht. Einer? Ah, nicht noch mehr. Nicht zu gierig werden. Ne? Ja. Geh rechts rum, würde ich sagen. Ja, geh rechts rum, finde ich auch. Nee, aber ich will ja nicht durch den Metalldetektor. Dann durchschießen. Alle aber dann kannst du ihn anlocken dann damit. Aber wie viel gibt's denn noch? Ist das nicht gut, wenn alle kommen, dann hast du alle weg? Die beiden. Nur die beiden, die drei. Ah. Drei. Schieß ihn durch den Metalldetektor tot und dann versteck dich wieder. Aber lösen die Kugeln nicht auch Alarm aus? Das bestimmt, aber dann so laufen sie ja in die Richtung. Ja, jetzt noch aber gut. Oh! Ui. Die andere kommt auch, glaube ich. Ja. Ja. War der nur ein Knüppel, oder? Ja, ja den, noch, den, ja, den. Ah, nee, das sind noch weg. Zwei. Stell dir mal vor, du bist der letzte. Schieß einfach durch. Da liegen 30 Leichen mit 30 Sturmgewehren und du hast keinen. Oh, nein! Oh. Schild weg! Oh. 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 Das ist doch scheiße! Oh, never! No. Oh. Oh Gott. Mann. Die Panik. Oh Mann. Der letzte scheiß Wichser da. Ja gut, auf ein neues. Oh, wie ärgerlich. Der rechte ist eine Schrotflinte.
Boah, das ist das Schlimmste, ey. Martin ist schuld. Er hat jetzt nicht erzählt, wie man spielen muss an der Stelle. Ja. Hm. Ja. Ja, maximale Härte jetzt. Das ist schon mal gut. Oh, Mann, ey. Ich glaube, ich noch einen noch, ne? Okay. Also technisch gesehen noch 81, aber... Oh, fuck, fuck, wieder falsches Ding genommen! Dumm! Bam. Alle weg. Ja. Ja! Top, stark. So. Ja, ja! Yes! Okay, okay, ganz ruhig. Okay, dann machen wir mal da oben weiter. Also. Da ist noch einer oben, ne? Okay. Den großen super. Kannst du wahrscheinlich mit dem Schuss auch anlocken, dass er zu dir in den Fahrstuhl kommt. Ja, genau. Nee, dann kommen mir zu viele. Was? Ja, oh, jetzt kommt er. Ja? Okay. Sehr gewagt. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal den da wegballern, klar. Kann so, wenn man diese Maske für die Türen auf hat, die also auf den dicken Türen? Oh, nee. Ja, okay. Der andere kommt, jemand? Oder? Oh ja. Nee, der auch noch. Fuck off. Aber nur der das dir. Ist gut. Nice. Super. Super gut. Okay. Der kommt links noch. Da, komm mal. Scheiße. Ja, nee, war gut. Kommt noch irgendjemand angerannt? Haben wir es jetzt mal? Also links stehen auf jeden Fall zwei. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre ein Level, in dem ich sehr gut bin. Mhm. Ja, das wirkt ja jetzt geil. Beim Elevator mit Türspalt kannst du ballern. Ja. Oh, pass auf. Ah, aber. Ja, souverän, ne? Stark. Es ist schon besser, wenn man nicht schießt. Aber oh. Er steht weit weg. Das ist tricky, ja. Oh, boah, schieß auf den Sam. Kein Risk. Den Rest knallst du weg. Ja, aber. Lock on und rein. Wir kommen alle von rechts dann. Einfach reinhalten. Aber dann will ich lieber die. Ja! Yes. Mega! Oh, Hammer! Jesus! Verdient, wirklich. Scheiß Abfuck-Level, wo muss ich hin? Martin, das Fahrstuhl machen. Wieder. Hm, nächstes Stockwerk. Der Fahrstuhl ist einfach voll an der Achso, ja, deswegen sieht man das rote Ding nicht. Ach, jetzt kommt die Scheiße, ja klar. Ja, der war nicht so schwer, fand ich. Du kannst beide wegboxen gleich zwischen. Ja. Pam, pam. Die roten auch. Ich gehe einfach meine Runde weiter. Mir egal. Ja. Und jetzt ballern. Jetzt nice. Ballern. Ballerino. Denk. Ah, da kommen sie. Ja, drin. Nice. Lockern in der Mitte und dann nur kurz rauswagen. Der eine steht noch. Da ist mir aufgestanden. Die Glasfenster. Der eine ist aufgestanden. Oh, fuck. Was ist das denn? Oh, Birdie! Okay, nächster. Oh, nee, du bist eigentlich schon durch. Ja. Birdie, Birdie ist dran, Jesus. Oder mach ja, deinen Blick mal wie traurig. Einmal muss ich noch verlieren, sorry. Das ist ja richtig Trauer in Sams Blick gerade. Ja. Weil das hab ich nicht gesehen. Soll ich noch einmal alle umbringen in dem Spiel? Schön. Ja, so läuft's. Oh, nein, der lebt auch noch. Der lebt. Oder er lebt noch hoch. Oh, scheiß Wichser. Pass auf, er lebt unten links wieder, ne? Schön. Uiuiui. Okay. Haben wir noch was Volleres hier irgendwo rumliegen? Okay. Ja, die ballern schnell. Mhm. Oh, gut. Nice. Den letzten Schuss. Ich glaube, das sind die in der Mitte sonst. Ja. Du hast keine Muni mehr. Ah ja, vergiss, was ich sage. Aber erstmal hoch. Oh. Oh. Alter. Sind die da oben im Raum noch drin? Du wagst echt viel. Ja, leider noch. Wirklich heftig. Gut. Alter Schwede, super gut. Immerhin. Ah, der fällt. Ist der schon tot? Ja. Ja, nice. Aber das sind doch zwei Leben. Nimm lieber die andere Tür, Sam. Unten. Wie geht's?
Fünf, beide weg. Sam hat keine Zeit. Sam hat doch einen Plan vor allen Dingen, ja. So ja. Der da oben ist. Dass wir ihr das Spiel erklären wollen. Ja. Ja. Vielleicht ist da noch einer? Nee, das ist nur der, ne? Nee. Oh, doch, okay. Nein, ja, das kommt für später. Scheiße, was ist das? Kein Schrauben! Oh, Sam! Was ist los? Ja, okay. Das gibt's doch nicht. Oh, super schlecht. Gönn dir. Scheiße, warum? Schade. Ich dachte, ich bin Mann. Birdie. Birdie. 148 Versuche, Berti. Oh, nämlich. Gut. Ja. Einer ist noch da. Ja, stark. Ja. Super. Ah, gibt kein Friendly Fire, oder was? Nee. Ja! Ja, gut. Nice. Ja, Kombo. Du bist richtig. Scheiße, diese eine Dumme da oben, ey. Das ist immer der Letzte. Ja. Aber du hast stark abgeliefert, Sam, wirklich. Ohne andere Richtung. Warum kommt der jetzt raus? Ja, wo kannst du unten eigentlich? Jetzt wegballern. Durch die Scheiben? Schön. Oh, weg! Obacht! Nein. Obacht, ey. Wohl an. Tschüss auf uns. Ist noch? Ey, Junge, wieso läuft der jetzt da? Schuss auf uns? Danke, Davis, ey. Ja! Was redest du? Für gestern, egal. Gestern? Was ist? Von oben ist der Ring. Ja, du hast ja. Ja, stimmt. War das Schuss auf uns? War, oder? Ja. Ah, nee, das ist noch der. Ey, du musst Rache für Sam verüben. Echt mal. Knall den weg. Knall den weg, den scheiß Wichser. Schön. Aber hier ist noch einer irgendwo. Nee, nur noch einer. Achso, okay. Aber wer ist denn der Typ im Gefängnis? Kann man den befreien? Mhm, genau. Ja, wir warten mal. Da ist er doch. Ja, okay. Das ist doch der Typ, der die Dame erschossen hat. Ne? Ah. Ach man, ja. Die sehen ein bisschen aus wie deine Zeichen. Ja klar, warum? Ja. Also, was soll man sonst hier machen? Was soll man sonst du hast nur einen Button. Müssen wir doch oben so eine Akte holen, oben links. Ja, oben im weißen Raum. Wir haben auch wenig Logikrätsel gelöst. Muss man sagen. Yes, sehr gut. Sehr gut. Yes. Ich finde schön, dass. Try. Oder? Sind wir jetzt nicht schon im vorletzten? Ja. Paul ist eben auch schon reingekommen und hat die Kamera der Teststation abgebaut. Das wird schon alle. Alles abge. Die sollen mal anfangen, die Pizza aufbauen. Super. Hast du gar kein Leben auch verloren eben? Mm-mm. Oh, das wird gut jetzt. Ja. Was kommt denn jetzt? Manni, was kommt jetzt? Oh, jetzt kommt so ein Fist-Level, das ist richtig geil eigentlich. Ja, also. Jetzt kommt. Perfekt. Das hört da kann man halt, das wenig Shotguns und diese das kann Fist-Level. Alles. Ah, das mit dem fetten Truck in der Mitte, glaube ich. Unangenehm. Ja, auf jeden. Also mit dem Monster-Truck. Aber, und auf dem zweiten Level sind dann fast nur Leute mit Das wird mir auch jedes Mal. Was habe ich überhaupt gerade Leben gedacht? Wie kann ich davon ausgehen, dass. Also wirklich, was hab ich mir dabei gedacht, Leute? Na, die Stelle ist ein bisschen beschissen. Also, die Stelle ist 30 wäre okay gewesen. 30, ja. Das kommt halt auf die Besetzung an. Hättest du es jetzt mit Simon, Nils und mir gemacht? 1000. Davon bin ich ausgegangen. Wenn wir immer noch ein Level haben. Ja, ich habe es ja wirklich in der Vorbereitung auch durchgespielt. Das ist kein Scheiß. Ich habe 1400 oder so. Aber wundert mich nicht, ne? Wird gezählt. Aber ich bin auch von der Spielweise komplett anders. Und bin einfach super hektisch. Junge. Ich hoffe, der Dicke stirbt. Schön. Scheiß Hund. Yes. Sehr gut, ja. Achtung. Ja. Aber ich muss sagen, ich freue mich schon. Macht schon Bock auf zuzugucken. Es ist geil. Also, ja, ist auf jeden Fall. Seid was ihr? Unterhaltsam? Bisschen jetzt hier Feedback geben. Der unten kann immer eine Knarre haben, pass auf. Der rechts da. Kann, aber muss nicht. Was? Schön. Ja? Mega. Sehr gut. Das geht ja schnell hier. Oh, warum ist da ein Jeep im Innenraum? Ja, ist ein Follow. Das war ein Monster Truck. Aber okay, das macht ja noch schwerer. Boah, sehr gut. Das ist doch schwer, ja. Denkt an, der eine pinkelt in der Toilette, ne? Oh ja, stimmt. Also da ist sogar mehr. Toilettenmann weghauen. Schön. Sehr gut. Macht Laune, Puppe ist cool. Gute Mischung. Ja, geil. Oh, was? Fuck. Spätestens wenn ihr dann mit Hotline Miami 2 durchsetzt, müsst ihr Angerfoot ausprobieren. Das passt perfekt rein. Das kannst du genauso auf die Art auch spielen. Perfekt. Das kommt leider erst nächstes Jahr raus. Oh, na gut, okay. Ich dachte, es kommt jetzt langsam. Demo ist ja umfangreich genug, aber ich glaube, die lassen sich nicht Zeit. Schön.
Super. Matti, ich glaube, du kommst nicht mehr ran. Ich glaube auch nicht. Nee. Das haben wir schon häufiger gedacht. Der lebt noch? Doch, aber ich glaube. Guck mal durchs Fenster, auch den da. Ja. Hä? Dicke, pass auf den Dicken auf der Kunde. Ja. Oh, der war gut. Und unten kommt ein Dicker, pass auf. Schieß. Gib mir Shotgun. Gib mir Shotgun. So. Nein. Oh, gut, gut. Oh. Ist da links noch was? Bestimmt. Nee, muss er zu dem Typen um. Nee, ich glaube auch. Ja, das muss oben in den Raum rechts. Außer du kannst Klavier spielen. Let's go. Ich wünsche mir gleich beim Boss. Sag der Mann mit der Sonnenbrille. Um 21.10 Uhr. Der kann nix. Not bad. Ja, ja, bla bla. Das Artwork ist einfach geil. Ja, ja. Schön. Nochmal rein, mach nochmal. Nochmal. Oh, noch. Ja, jetzt. Er kommt jetzt schon jetzt ist es Teppich. Oh nein, aber der Endboss ist jetzt kommt der Endboss, ja. Also wirklich? Wirklich? Echt? Kein Scheiß. Ja. Okay. Der allerletzte. Ja, 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 wir haben ja noch eine Handvoll Leben, aber vielleicht reicht das nicht. Dann haben wir nur einmal Matti gesehen. Wird spannend jetzt. Ja, Matti kann ja dann danach nochmal so eine Solo-Runde einlegen. Wir können ja Epilog noch spielen. Wo wir dann einfach erzählen, die besten Momente nochmal reden. Epilog hast du aber. Also ich habe echt immer nur bis jetzt gleich gezockt. Was ist denn so eine Speedrun-Zeit bei dem Spiel? Martin? 15 Minuten. 15 Minuten? Ja. Aber die spielen bloß. Glitches, oder? Ja, die spielen bloß 3 Level richtig, den Rest glitschen die durch. Nee, ich meine Non-Glitch oder ja. Oh, jetzt, ey, beim letzten bin ich gespannt, was du nimmst. Ich nehme mal die Maske, die einen schneller macht. Ja, schneller auf jeden Fall. Das ist am sinnvollsten. Ich auch meistens genommen. Alles andere bringt ja gar nichts. Die anderen, mit denen war es immer ein bisschen schwer. Cool. Na, jetzt ist es. Ja, und passt schon. Final Fight, Leute. Ey, Chat, Final Fight. Puh. Was hast du dir da jetzt genommen? Schön? Okay. Schön? Ach. Nein. Oh. Das ist ein Panther. Das ist immer ein bisschen so eine Trial and Error-Scheiße, ey. Jetzt geht's gleich schnell, leider. Der Typ hat zwei Späße, deswegen jetzt echt ein bisschen unfair. Vielleicht sind nur die beiden. Alter. Shit. Ich hasse es. Ja, für die musst du halt. Ja. Ja! Sehr gut. Schön. Ah, das war okay. Oh, das wird jetzt aber. Das hab ich mir gedacht, jetzt scheißen wir uns einfach auf die draufwerfen, ne? Genau, du musst werfen. Ja, du darfst auch nicht werfen. Zu nah dran sein. Und jetzt wieder die Panther, pass auf. Ah, die Panther machst du richtig gut, ey. Ja. Und das macht immer richtig cheesy. Ich hab Schiss vor dir. Mann, ich will das jetzt schaffen, ey. Wer hat ihn hier noch? Ruhm und Ehre. Oder ewige. Schön, Schmach. Schön. Yes! Jetzt werfen! Werfen weg! Nein! Oh. Nicht zu ihr hin! Locker auf. Werfen! Weg. Erstmal ein bisschen weggehen. Also. Gut. Ja, können wir kurz im Mund? Yes! Ja! Ja! Ja. Oh, sehr gut. Na, ey. Das ist noch nichts. Nee, nee. Jetzt gibt's einen Trick. Jetzt gibt's einen Trick. Nochmal, nochmal. Hast du sie auf? Musst du nochmal auf? Nein, jetzt ist ein Trick. Die kriegst nach hinten, dann kann man die direkt umbringen. Erzähl keinen Scheiß. Was? Ja, guck mal, die kriegst. Ja, wenn du gesichert stehst, kannst du halt dann direkt dem Typ da abknallen. Das ist schon ein bisschen einfach. Aber vor wem hast du denn gerade Angst? Das ist ja interessant. Vor dem Typen, weil der wird gleich. Vor dir wird gleich zwei Waffen rausholen. Ah, okay. Nein! Oh, Freddy! Lol, Cheater. Ich hab doch die Schnell. Schade. Meine Tiere. Ja. Ja. Boah, diese Panther, das ist einfach das Schlimmste. Aber machst du echt solide. Machst du richtig solide. Jetzt. Läuft. Komm jetzt, komm, krieg ich hin. Hast du noch ein bisschen Wein zu dem Cheese? Boah, guck jetzt mal hin. Der hat nämlich gleich zwei Waffen, der schießt nämlich auch. Ja. Also ich hab immer gewartet, bis der da hinter dir wieder ist. No. Oh. Sag mal, Berdi, was machst du denn jetzt? Ja, das ist aber ich hab nur ein Leben, nicht so nervös. Ein Leben hast du noch. Oh, Scheiße. Martin. Ja, aber sonst macht Martin das. Heiß. Sonst macht Martin das halt. Finde ich auch richtig gut formuliert. Du. Okay. Ja, ganz schön lame. Du hast die Ehre. Ganz schön lame. Ja, nee. Hammer. Trotzdem gut. Wenn Martin nicht packt, macht's Nils halt. Ja. Ey, Martin, warte mal kurz. Martin, ich mach's. Du hast die Chance, in die Geschichte des Senders einzugehen, ja? Ein Dings versus zu gewinnen. Ja, das passiert wirklich selten. Also, wir haben alle gleichen Anteil gehabt. Und wir haben alle den gleichen. Wir sind ein Team. Das, ey. Wir sind ein Team. Ja, ein Team, Martin. Ist egal, ja, jetzt ist egal, wer das Tor schießt. Ja. Willst du die Brille wirklich auflassen, ja? Ja. Okay. Kannst du nochmal nachfragen. Mit ganz anderen Herangehensweise. Ich hab halt Schiss vor diesen Viechern. Ja, die bewegen sich nur, wenn man sich einfach scheiße. Was ist das denn, Alter? Junge, was ist das für eine Taktik? Was ist das denn bitte? Alter, das ist ja unfassbar. Du schießt ja noch. Was? Nice. Das ist ja nur geil.
Martin! Wie hast du das so schnell? Okay. Lass den Martin in Ruhe jetzt. Ja, ich mach das so. Du bist mein guter Mann. Oh, okay. Oh, gewagt. Er muss noch nachladen, oder? Ja. Dann muss ich die Messer grabben. Bitte? Okay, yes! Noch. Ja, nein, nee, einmal noch. Mhm. Ja, das war's. Okay. Geschafft. Das war's. Wir haben es geschafft. Ja. Warte, wir wollen die Credits sehen. Wir wollen die Credits sehen. Wir wollen die Credits sehen. Stark ja, wir müssen eh noch einmal runter. Es wird noch, es gibt noch einen Tod. Ohne Credits feiern wir gar nicht. Ohne Spoiler so. Ausgekommen. Na, das er ist der Oberschurke. Bla, bla, bla und Bob. Hat er überhaupt eine Story? Okay. Ich kenne ihn gar nicht. Yes, yes. Mann. So, jetzt noch Beweis. Den alten Mann im Rollstuhl. Er schmeißt die Maske weg. So, jetzt zündet sich eine Ziege an. Epilog Martin, noch? Das bist du. Ich glaube, das ist keine Zigarette. Den Epilog noch schnell durchballern? Ja. Hast du den auch ganze Zeit dann durchgeballert? Also, der ist ich bringe gleich mal ein paar Ideen in die Runde, aber erstmal Martin. Gut, also das ganze Team. Leute, wir haben ja, hallo. Das war ein Team-Effort. Ganz stark. Berti, ganz stark. Nils, ganz stark. Eddie, ganz stark. Simon, ganz Sam, stark. Gregor, Kogi, Chat, ganz stark. Chat ist richtig. Also nice. Man muss sagen, alle, wir haben fast alle gleich viel Leben verloren. Ja, das stimmt. Also wir kriegen jetzt noch eine Pizza. Also, ich habe Ihnen das gesagt. Ich behaupte, wir dürfen eine Pizza bestellen jetzt, ja, oder was auch immer, ja. Klar. Ja, let's go. Ja. Also, Martin, wie lange brauchst du für die Level? 5 Minuten. 5 Minuten, okay. Dann machen wir noch mit. Dann nehmen wir die mit, wir bestellen was zu essen. Und danach können wir, bevor du jetzt anfängst, Martin, will ich kurz was erklären. Ich würde gerne, weil der Chat oder die Zuschauer vom letzten Mal haben eigentlich sich gewünscht, dass wir The Quarry weiterspielen. Wir können gleich in dieser Runde The Quarry weiterspielen. Wäre doch eigentlich eine schöne Sache, oder? Dann machst du jetzt die Level, wir bestellen Essen, danach machen wir kurze Pause, bauen und spielen dann schön The Quarry zu Ende. So nehme ich. Okay. Da warst du ja nicht dabei. Klar. Nee, aber ich gucke mir das schon an. Ich mach das auf meinem Handy den Stream an und so. Was haltet ihr davon, Chat? Ist das nicht eine spontane, schöne Idee? Film, den man. Richtig gute Idee. Richtig gute Idee. So eine Mann. Ja. Was ein geiler Abend. Oder? So. Bin ich gut. Quarry. Ist doch effizient, weil da haben wir mit einem Arbeitsabend 2 Sachen für YouTube fertig gemacht. Ist das nicht gut? Ist das nicht schön? Toll, Pokémon. Toll, Pokémon. Einfach klasse. Ja, Mann. Mehr Effizienz gibt's bei mir. So. Nächste Woche frei. Lass die doch mal fertig vögeln jetzt hier, damit das endlich mal. Kein Mensch kann so lange Sex haben. Das waren ja schon fast 3 Minuten. Ja, ne? Wie lächerlich. Ja, habt ihr Hunger? Also, ich glaube, es ist sehr warm hier. Schon, ja. Also, auf jeden Fall sollten wir bestellen. Ja. Und was ist die Frage? Die Frage ist Pizza oder asiatisch? Die Frage ist auch, wie lange die diese Uhrzeit brauchen. Was? Das sind die 2 Wahlen? Oder beides? Die oder 2 Wahlen. Mexikanisch ist auch geil, ja. Was ist denn aus keine Burger? Ich meine, wenn Reinke ausgibt, also... Warum denn keine Burger? Weil Burger Dreck sind und Lieferburger sind das Allerschlimmste. Ich meine, bei Beats vs. gab es immer Essen und diesmal haben wir gesagt, erst als Belohnung gibt's was. Also von daher, ja. Ach, scheiße, warum meldet sich Reinke denn nicht? Ich ruf ihn jetzt an. Also, ich finde, der zieht sich ganz schön aus der Affäre. Ohne Scheiß. So. Ich war leider nicht da, ich hab's nicht gehört. Also, ruf ihn an. Ja. Der soll es mal nicht ja, klar. Sondern nur eine Handvoll Messer werfen, die man hat, maximal. Ansonsten aber nur seinen Hackeball. Weil das jetzt auch ein anderer Charakter ist. Ja. Das ist quasi der erste Endboss, den man spielt. Was ist denn bei Hotline Miami 2 anders? Doppelt so schwer. Ja, die Level sind irgendwie viel, viel größer und dann unübersichtlicher. Also echt teils auch einfach ein bisschen asozial. Ja. Du bist so oft von außerhalb des Bildschirms. Ja, komm schon. Da gibt es neue Gameplay-Mechaniken oder so? Oder ist genau das gleiche? Hat da irgendwas Neues? Ich glaube nicht. Oder? Nee, nicht so direkt. Ja, der geht nicht ran. Ja. Wenn dann jetzt, also nicht so signifikant nicht ran, jedenfalls. Der ist stiften gegangen. Stimmt. Der hat damit nicht gerechnet, dass Skill im Haus ist. Es ist Skill im Haus. Sehen wir nie wieder. Ja, nee, den kriege ich nicht zu packen. Ja, das ist. Ey, mir ist das Essen gleich. Es ist Kill im Haus. Die Leute, die eine starke Essensmeinung haben, sollen sich melden. A plus sogar. Also, ich würde überall was finden. Also, ja, ich bin dabei. Also, zum Notensalat. Also, Burger ist natürlich wirklich das Brot meistens scheiße, Eddie, muss ich schon sagen. Leute, ich rede von Five Guys. Okay. Ja, und da habe ich schon oft bestellt, aber ich will jetzt keine Werbung machen, aber das ist ein solider Lieferburger für 20 Euro. Und die 30 ist das so die Mittagszeit. Genau. Wer waren denn die 40 Euro? Ich richte mich ja nach. Von mir ist egal. Ich in die Toilette rein. Obwohl, die haben auch Beyond Meat, aber egal. Ich sag mal, sind die einzigen, weil ich mir einen Burger auch noch bestellen würde. Ansonsten. Aber die dauern auch. Haben sie echt einen Crap. Ja, ist echt so. Irgendwie eine halbnasse Pampe, die dann irgendwie zerfließt. Ey, aber also da, Colin hat ihn auch getestet und hat seinen
Gütesiegel draufgepappt, also. Der Daddelautomat hat's auch Let's Play. Der Daddelautomat? Der hat's auch Let's Play, ja, genau. Ja. Aber ich richte mich hier, ich finde überall was, also entscheidet ihr. Wer bestellt eigentlich? Ey, bislang noch keiner, aber diese Frage, dass wir am besten noch nicht geklärt haben. Also ich würde das auslegen, in der Hoffnung, dass Reinke mich nicht getrickst hat. Ja, ich warte immer noch auf mein Geld von unserem letzten Ausflug. Ja, siehst du? Ja, gut. Ich werde diesmal nicht zahlen. Aber du kannst ja... Was kann du kannst das nur anderweitig regeln. Ja. Ja. Was soll ich machen? Offensichtlich. Ich sag dir nur, die Chance, dass du dein Gewinn kriegst, ist... Ja, aber wenn du mit der Aussage will jetzt keiner mehr was auslegen. Ja, aber so ist nun mal die Wahrheit. Die Wahrheit. Willst du die Wahrheit wissen? Es ist der Wahrheitszauberland leben. Ich will die Lieferburger in den Mund. Kennt ihr das nicht, wenn ihr was auslegt und dann wollt ihr es zurück und dann sagt euch irgendjemand so, aber erinnerst du dich, also vor 3 Jahren habe ich schon 20 Euro gelegt. Ja, und dann kriegst du ja nichts. Ja, kriegst du nicht. Das erinnere ich mich mal an ein Auto. Geil, das einfach schicht gegen ein Fahrrad. Ich stelle mir das auslegen. Deutsch übersetzt. Ich hätte so ein Fahrrad. Nils könnte auslegen heute. Ich glaube, das war's. Stark, Martin. Ich glaube, bloß noch Story. Nee, lass machen. Also, hast du musst den Bosskampf machen. Ach, stimmt, ja, du willst Burger, okay. Jetzt mal weiter. Noch 5 Level. Hast du jetzt schon 5 Level weggesmackt? Ja, ich glaube, 2 sind Story. Ja, Pizza ist halt einfacher, aber schmeckt halt immer scheiße. Krok ist geil, ja. Nee, bekommen noch. Krok. Das ist nur 20. Ich habe tatsächlich noch nie Krok gegessen. Ja, dann Bonus Level. Das ist auch nur ein anderer Name. Also, das ist Brot doch gut. Sandwich, wie heißt das? Baguette. Brötchen, Brot. Haben wir das in Hamburg? Also die Lösung ist, dass wir was bestellen. Und ich lege das aus. Okay. Lege das aus. Stark. Das finde ich geil. Interesse? Niemand will irgendwas. Das sind wir von vorher? Ich okay. Ach, das ist ich hätte gerne asiatisch. Wenn man das erste Mal findet, dann muss das ja nicht genau. Also perfekt. Burger, Pizza oder was noch? Was haben wir, Krok? Ja, oder Krok, denke ich mal. Eigentlich alles dasselbe, ne? Ist alles irgendwo ein mit Zeug. Alles Carbs. Carbs mit Zeug. Ja, Carb-Loading. Das war jetzt... Ich esse eigentlich immer eine Variante von Fleisch, Käse und Getreide. Ja. Egal in welcher Form. Ich finde das so gut, dass ich könnte mir dann ein, wenn ich mir ein belegtes Brot mache, mit anderes. Käse und Salami, ist was ganz anderes als ein bisschen Mayo und Ketchup drauf. Ja, genau. Und dann rede ich mir ein, ich habe ja abwechslungsreiche Ernährung. Ich finde das gut, dass Martin uns dabei bespaßt einfach. So, ich will noch zum Abschluss. So beziert. Bist du schon einmal gestorben, Martin? Ja. Schon 3 oder 4 Mal. Okay. Easy. Du bist aber 2 Level. Die Leute wollen, dass du jetzt ein Machtwort sprichst bezüglich Essen. Ja, okay. Ja. Ich frage trotzdem in die Runde, dann schreibe ich ein Machtwort. Wer wäre mit Pizza einverstanden? Immer. Mir ist alles egal. Okay. Also ich habe gar keine, ich nehme was kommt. Gibt's die, also mit anderen Worten, wäre jemand gar nicht einverstanden mit der Pizza? Nein. Also, kommt aber Pizza bestellst, weil da kann man ja auch was anderes bestellen. Korrekt. Ja, das, und das kannst du entscheiden. Das kommt drauf an, wo du bestellst. Das kannst du darfst den Pizzaladen entscheiden. Ja. Ich habe keinen Plan. Schlitz. Gibt es überhaupt zu viel Verantwortung? Okay. Einen guten Pizzaladen, wo man liefern lassen kann. Ey, weißt du was? Ich nehme jetzt diese Liefer. Also hier in der Ecke weiß ich nicht. Also es gibt schon, also gerade bei Pizza gibt es auch große Qualitäts. Ja, aber ich denke mir, wenn es nämlich einen guten gäbe, dann wüssten wir den längst. Mit Denzel hättest du diese Diskussion. Ruf kurz Dennis an. Ja, auf Ernst. Dennis sieht aus. Das macht ja gar keinen Sinn. Aber das Film wahrscheinlich. Den machst nicht, der stellt vielleicht nur Rechnung. Mann, oh Mann. Also. Ja, sehr gut nochmal. Alter, ja, das war's schon wieder. Unglaublich. Ja, okay, pass auf. Perfekt, perfekt. Lass es jetzt hier. Dieses Beansverse beschließen, dann machen wir einen Absacker, da bestellen wir das Essen und dann gibt's die Quarry. Und dann gibt's die Quarry. Geile Idee. Ist einfach nur Hammer, oder? Super. Unser kleiner Nachklapp zum fantastischen Beansverse. Falls ihr es verpasst habt, schaut doch mal als VOD nach. Ist ja sehr wahrscheinlich. Ich kann lernen, was dabei ist. Irgendwie ein bisschen aus. Ja, wir bestellen jetzt Essen, weil wir haben uns das verdient. Du bist der König. Ich kann euch jetzt Anbieter vorlesen. Ich weiß nicht, ob das dann funktioniert. Das hilft auch nicht. Nee, ne? Oder du hast einen Plan. Ich würde fast schon lieber nicht vorlesen, weil es ist Schleichwerbung dann. Wenn ich ganz viele vorlese, dann ist es ja schon wieder... Ey, aber Traum, das ist eine richtige Werbung. Trauen wir uns. Wie machen wir dann unschleichig auf was wir uns einigen? Kannst du den Rot sagen. Also. Es ist egal, ich werde trotzdem aber wieder irgendwie Plastik in meinem Essen. Das auch so gut. Hast du auch egal, wo du auch hier. Das ist schon abgefallen. Der Kugelschreiber ist schon richtig. Ich war in Spanien, bestelle eine Krokette, Plastik drin. Ich habe kein Witz. 3 Level gespielt, das hat schon ein bisschen länger gedauert. Ja, das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft, Simon. Das ist doch Quatsch. Das war ein Attentat. Angespült, ja. Ja, vielleicht. In der Krokette ist doch kein Plastik. War da jemand, der in jede Küche der Welt einfach so schnell rein kann? War da ein Kugelschreiber drin oder was? Nee, aber halt so die Plastik von der Krokette nehme ich an. Ich weiß nicht, wo das her war, aber es war in der Krokette. Classic-Krokette mit Plastik. Kennt man ja. Tja. Muss man immer erst peelen. Ey Leute, ich muss, ein bisschen schäme ich mich,
diese Sendung mit 100 Leben pro Person konzipiert zu haben. Muss ich wirklich sagen. Guck mal, das ist unser Stand jetzt. Ey, aber hätten wir es geschafft? Was mit Mr. Kopf? 100 Leben? Ja. Warte mal, 20, 40, 60? Ja, doch. Ja, gerne. 80? Nee, nicht ganz. Stimmt. Pack mal, ich sagte, wenn jeder von uns 30 gehabt hätte, hätte er viel mehr Panik gehabt. Ja, ja, stimmt. So. Naja, aber ey, zur Unterstützung, Gregor, selbst wir haben uns noch unterhalten, haben beide gemeint, das ist schon okay. Ja, jetzt, also ne? Ich, 30 also. Hätte ich auch viel zu wenig. Das konnte ja auch nicht jeder ahnen, dass und ich wusste nicht, dass hier dabei ist. Mal durchspielen, ja. Eben. Also, ey, Sam, du auch. Ja, aber ja, was wäre denn jetzt? Ihr habt mich mit schon eingeschlossen, klar. Also in diese Konstellation mit den guten Leuten, die wir hatten, wäre 20 okay gewesen, oder was? Um es knapp zu machen. Weil für jeden neu, oder für ja. Ein ja, ja, das, naja, das ändert ja nichts, ja. Weil wir haben ja trotzdem nicht du mehr. Du siehst ja den 20, Stand. Mit 20 ja, also 20 wäre, also 30 war ja. Gar nicht so, deine ursprüngliche Zahl war gar nicht so weit weg. Ja, ja. Dann habe ich es aber zu Ende gespielt, habe mich geschämt für 30, weil ich dachte, das ist komplett scheiße, die Sendung. Da können wir, ist unmöglich, das zu schaffen. Und jetzt sitze ich hier und wie du es machst, ist es falsch. Wirklich. Ist einfach so. Aber es ist doch schön, dass wir so eine unterschiedliche Skill-Gruppe haben. Das ja, gut, ne? Das war eine schöne Steigerung, wie du gemeint hast. Ne? Das ging ja. So immer höher, immer höher. Bis wir, naja, also ich habe angefangen, ich habe es natürlich auch mit einer gewissen Bescheidenheit gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr alle drauf einspringt und sagt, ja, er hat recht. Ich hätte schon gedacht, dass irgendjemand widerspricht und sagt, nein, jetzt, nur weil du angefangen hast, heißt das nicht, dass du der Schlechteste bist. Das war meine Erwartungshaltung, die ist hier überhaupt nicht erfüllt worden am heutigen Tag. Habe ich so auch nicht verstanden. Ich habe eher gedacht, du zeigst den Leuten mal, was abgeht. Legst die Latte ich hoch. Ich habe das erste Level habe ich durchgespielt. So. Latte hochgelegt. So. Ja, die zweite Position ist halt schwierig. Als zweiter reingehen. Ja, das ist super undankbar. Weil die Latte ist halt schon oben. Und entweder kommst du rüber oder läufst halt dagegen. Und da durchgeht dann auch. Das geht auch, wenn ich schon sehr hoch war. Ja, stimmt. Ja. War sie ja. Entschuldigung. Ja, wenn du dann zwischendurch das Spiel änderst von Hochsprung zu Limbo, dann geht das auch klar. Kann man jetzt Lambok zitieren, war das, glaube ich, ne? War das Lambok? Limbo? Oder war das Hey, Fotzen, ja. Limbo! Scheiße! Ja, genau. Kennst du nicht, wo er nur reinkommt? Hey, Fotzen, Limbo! Scheiße! Und dann geht er wieder raus. Das ist wirklich das ist so. Mit meinem Lieblingszitat. So, wir verstehen Lambok. Uns, wir verstehen uns. So, diese Couch ist cool. Cool, ja. Eddie, wie lange guckst du? Jetzt hör mal auf, mich so unter Druck zu setzen. Wisst ihr schon ungefähr, was ihr bestellen wollt? Weil sonst haben wir morgen noch nicht. Nee, das machen wir jetzt knallhart durch. Ich müsste erst mal schauen, je nachdem, wo wir bestellen. Ich guck immer noch nach, wo wir überhaupt bestellen. Du kriegst ein geschenktes Pferd. Quasi. Wir essen Wurst. Aber das ist zum Beispiel auch so ein vergiftetes Geschenk. Weil weißt du, was ein Pferd an Unterhalt kostet? Was das Vieh frisst. Und wenn du dich verliebst und dann stirbt es. In das Pferd verlieben? Ja. Was? Nein, nicht, was nein. Ja. Oh Gott, Leute, ey, was habt ihr denn? Was habt ihr denn bitte? Seid ihr nicht gut zu Tieren? Man kann sich sehr wohl mit Tieren anfreunden. Es gibt eine Pizzeria namens Das müsst ihr ja wohl wissen. Das würde ja eigentlich passen. Das habe ich gemeint. Die hat erst 20 Bewertungen, da habe ich ein bisschen Angst. Ja. Ja. Ob das heute dann ankommt? Ja. Und wenn du halt ein schlechtes Pferd kriegst, Nils, das habe ich gemeint. Das ist schon krank. Und du bist, du hast eine Beziehung zu dem Pferd aufgebaut. Eine normale Tier-Mensch-Beziehung. Das meine ich. Ja? Und dann stirbt dir das Tier weg. Dann nimmt dich das mit in den Abgrund. Es gibt recht wenige Tiere, die nicht wegsterben. Man müsste sich eine Schildkröte, kann ich empfehlen. Papagei wird auch recht alt, aber so langsam hört's auf. Viren. Kleine. Grönlandhai wird ungefähr so 400 Jahre alt. Aber ja. Das ist schwer. Oder Mundfisch. Stell dir mal vor, du kriegst ihn vererbt. So, ja. So dritter Generation ein Grönlandhai. Und dann ist der erst in der Pubertät. Ja, ja. Der macht nur Stress. Du erbst die schwierige Frage. Ja. Wärst du bei dem Grönlandhai nicht du sein Haustier? Weil der bekommt ja immer die neuen Menschen, die wegsterben. Guck mal, Biber werden 35. Nicht schlecht. Ja. Der Hausbiber? Grottenolm. Ach, Biber, ich dachte ein Beamer. Ne? Believer. Ja, mehr Tiere gibt's wohl nicht. Könnt ihr bitte Eddie filmen? Ja, genau. Wirklich, das jetzt mit diesem Beautiful Mind genau. Formeln vorm Gesicht. Wenn man nicht zu lange am Handy lässt, irgendwann kommt der automatisch in seine Internetschleife. Ist teuer, aber ich bleib jetzt. Ja, dann gib's weiter. Wo bist du denn jetzt? What, bei Goldpizza? Goldpizza. Ja. Ich hätte auch den Gold im Rand. Kannst du mir schon. Nee, das ist keine Pizza, das ist Gold mit Pizzageschmack. Was? Ja. Okay, warum lachst du so? Bitte lass uns teilhaben. Was für nur für den Namen? Wir können aber auch einen teilen. Ich schaffe eh keine. Ja, lass uns eine teilen. Boah, ich weiß nicht, ob die das hinkriegen. Die sind bei mir um die Ecke. Ja, das ist eigentlich so. Sag einfach nichts. Oh, sag nichts. Wenn die es nicht hinkriegen, dann jobst ist. Jobst du so. Da noch oder musst du schnell hin? Jobst du da. Die sind leichte Anspannung. Ich merke das, wirklich. So, da steht Werbung. Ja, aber es ist ja trotzdem Quatsch, weil was machen wir dann? Lass uns doch jetzt eben bestellen.
Das ist unser Absacker. Wir chillen ein bisschen mit dem Chat. Ja, Paul hat auch gesagt Werbung. Ja, okay. Dann machen wir jetzt Werbung. Aber Paul, fressen wir. Paul, starten wir dann direkt nach der Werbung mit The Quarry? Nö. Können wir wieder zurück und dann die richtige Aufnahme starten, wenn es losgeht. Weil wir können für die Leute ordentlich hier dabei sein, einfach ein bisschen quatschen. Okay, ja? Ja. Was Gregor sagt, Werbung jetzt.